Ich schaue nach links, weiß nicht, wo ich bin. Ich schaue nach rechts, ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich muss wissen, wo ich bin, denn das hier ist das Geo-Battle. Bis gleich. Willkommen, liebe Leute, zum Geo-Battle heute mit Nils und Ben. Schön, dass ihr da seid. Und Lasse, Paul, meine Damen und Herren. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass ihr lieben Leute da draußen auch wieder mit am Start seid bei eurem neuen Lieblingsformat Geo-Battle. Wir sind hier wieder zusammengekommen, um Runde nach Runde zu erfahren, wo wir uns denn gerade bei Google Maps befinden, bei Google Street View befinden. Wir haben wieder von unserer, ich glaube, der besten Community auf der ganzen weiten Welt, einige Maps kreiert bekommen und werden heute davon zwei spielen, beginnen aber ganz standardmäßig mit der ersten Runde, wo wir 3 Minuten Zeit haben bei dem Klassiker A Diverse World, wo wir, naja, manchmal in der Stadt rauskommen, manchmal in der Prärie rauskommen. Das ist so ein bisschen auch der Reiz, dass man dann hinterher wieder Beschwerden hört. Ach, ich bin in der Prärie und bei dir stand Marokko am Startbildschirm. Das werden wir alles noch heute hören, da bin ich mir ganz sicher. Nils, letztes Mal hast du mitgemacht, da warst du... Ich war einmal erst in dieser Show dabei, glaube ich. Und da war ich ganz knapp hinter dir Zweiter. Ja? Ja, da habe ich dir noch richtig, in den Nacken gehaucht. Zum Schluss, ne? Ja. Weil ich einmal Malaysia nicht so schnell geklickt hatte. Ich liebe Malaysia, mein Freund. Ich zweifle Malaysia. Ich liebe Malaysia, wirklich. Aber da habe ich mittlerweile einen Tipp, dass ich Malaysia und Indonesien auseinanderhalte. Soll ich euch sagen? Nee, mach ich später. Das fängt mit I an. Ben, du warst ja auch schon mal mit dabei. Ja, das ist korrekt. Ich habe vernichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube auch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hast du vernichtet? Oder wurdest du vernichtet? Also mir ist aufgefallen in den letzten Folgen, ich habe die natürlich alle gesehen. Die Leute, die stapeln alle mega tief. Immer. Alle sagen immer so, oh, ich glaube, ich mache hier echt keinen Stich, das ist kein Tiefstapel. Nervt mich auch mega. Und ich dachte, wenn ich das nächste Mal dabei bin, dann geht's bei mir in die Vollen. Da werde ich nicht tief stapeln. Ich werde euch vernichten, weil ich einfach verdammt gut bin. Das ist eine verdammt gute Einstellung. Echt richtig gute Einstellung, ja. Lass uns einfach nicht so lange schnacken. Ihr habt schon alle die richtigen Bildschirme drin. Ben, willst du dann auch anfangen, wenn du hier so große Töne spuckst? Dann zeige ich euch mal, wie das Spiel funktioniert, ja? Geil, du hast 3 Minuten Zeit. Show in the first me world. The meaning. Let's go. Okay, grün schon mal. Das ist doch was. Oh nein, geht's nicht weiter, oder was? Scheiße. Oh, dann hast du den Tick. Ah, doch, nee, doch nicht. Ich dachte, du hättest den Not Moving Tick nicht deaktiviert. Okay, was haben wir denn hier für Autos? Die sehen ja ein bisschen nach westlicher Welt aus. Da steht ein Benz, Smart, aber auch so ein bisschen so eine Japan-Karren. Ich bin jedes Mal nach Geogester so richtig motiviert und sag jetzt komm mal hier, jeden Tag. Ist das Reis? Aber dann kam Urlaub dazwischen. Dann ist es Japan vielleicht. Vielleicht lag ich gar nicht so falsch. Mein erstes Gefühl war Japan. Na, dann löst doch. In Japan fährt man links. Das trifft hier auch zu. Frag doch mal jemanden. Steht doch einer. Was haben wir denn hier? Der ist einfach nicht kommunikativ, der Typ. Oh, ich habe eine. Guck mal, was da unten steht. Das ist doch Japano. Mhm. Du willst mich doch hier auf eine falsche Fährte locken. In Japan stehen keine Mülleimer, weil die Japaner ihren Müll mit nach Hause nehmen. Ja, aber das gilt, glaube ich, nur für die Städte, oder? Ja, aber das ist so eine Stadt. Weiß ich nicht, ob das hier eine Stadt ist. Ich sag mal Japan erstmal. Der Baum ist eindeutig, oder? Der japanische Volksbaum. Wir gucken mal die Leute an, da kann man doch immer direkt drauf schießen. Ja, das ist Japan. Okay, vielleicht finden wir noch was richtig Eindeutiges, ein Ortsschild oder so ein Quatsch. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, stimmt. Das jetzt, Minuten. Oder ist ein Meisterschaftsspieler hier, so ein Kanzlerkandidat. Ah, er verspricht Rente für alle. Pepsi ist hier groß. Oh, guck mal. Ishioka. Wo ist denn Ishioka? Das gucken wir uns doch mal an. Das ist schon mal verdammt stark, was du gerade machst. Ja, Ishioka. Dem Ishioka. Es ist hier so auf der Ecke. Da so. Okay, ich hoffe, das ist halbwegs groß und es steht hier irgendwo. Ibaraki, Waki, Kyoto. Drück hier schon mal am besten irgendwo hin. Ja, mach das auf jeden Fall schon mal. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ishioko. Ishioka. Ja, Eddie hat jetzt schon lange nicht mehr mitgemacht. Er ist ja immer ein. Guck mal, da war rechts war Shishioka oder sowas. Rechts. Ein heißer Siegerkandidat.
Und die Straße war 105, glaube ich, oder so. Oh, das ist ein heißer Tipp. Das ist jetzt, ich fühle mich natürlich, als hätte ich jetzt Stützräder anbekommen. Aber die 140. Genau, die Nummer, ey, du hast komplett recht, das habe ich ja ganz vergessen. Und das, obwohl ich so gut bin. Was passiert den Besten, denn? 20 Sekunden hast du noch Zeit. Ja, den Besten. Die 140 jetzt finden, okay, wir gehen mal davon aus, dass die im Norden starten, wenn wir hier bei 99 sind. 360, das war komplett falsch. Ja, aber ich glaube, mein Tipp, es wird bei meinem Tipp vielleicht bleiben, ey. Ich kann die nicht oder genau sagen. Oder willst du dann nach China wechseln schnell? Weil es kann auch China gewesen sein. Nee, go for it hier. Ah, goddammit. Das ist nicht 414 Kilometer. 4000 Punkte fast. Hätte ich es denn sehen können? Das interessiert mich kurz nochmal. Ja, wo ist denn hier? Nee. Ishi. Da ist es. Ja. In der Zoom-Stufe hätte ich es packen können. Ja, aber das ist halt echt. Aber gut, guck mal, 4000 Punkte. 3999. Also. Ne? Also bleib schon mal bei der Wahrheit. Ich sag mal immer so 20.000 sollte eigentlich immer das Ziel sein. Mhm. So im Schnitt 4.000. Beim nächsten Mal 2 Punkte mehr und dann hast du den Schnitt richtig. Lächerlich, dass du diese Sendung hostest, in jeder Folge dabei bist und das voll ehrgeizig spielst, dieses Spiel und dann einfach solche Ansagen machst. Oh, ich bin der Meinung, 4.000 Schnitt. Ey, ich will euch alle nur fördern. Das GeoGuessr ist da, ist wenn Eddie Quake spielt, so weißt du. Das ist einfach so, ja, aber ich habe nicht meine ganze Jugend damit verbracht. Also ich bin halt auch erst seit 3 Wochen im Game, ja. Also ich kann nichts dafür, dass ich einfach überragend bin. Das hat die Leute auch nicht gehindert, 1000 Euro in Crypto-Coins zu stecken. Aber wenn ihr nicht zum Weihnachtsgeschenk so einen Scheiß auch bekommt, gut. So, soll ich jetzt oder was? Ja. Start-Game. Ich bin ganz aufgeregt. Hoffentlich auch Japan. Shit, das ist doch... Ist das bei dir auch so? Nee, ist nee. Da wohnt doch keiner, was ist denn das? Soll ich das HDMI-Kabel noch reinstecken? Ich geh mal kurz nach vorne. Steht der Stopp? Ey... Irgendwas stimmt da nicht. Leute, aber es geht auch von meiner Zeit ab. Nee, du kannst ganz normal weiter gucken. 1500 Quadratmeter. Fernseher? TE-Koop, TI-Koop, Matt Buriat. Scheiß die Wand an. Ist die Frage, ob die Zuschauer das auch so sehen oder. Müssen wir die Regie fragen, ob das okay ist, wenn wir HDMI-Kabel mal rein und rausstecken. Bewegt sich nicht mehr. Wir sehen das aus, aber das ist Programm sozusagen. Ja, Leute, ihr müsst jetzt eine Ansage machen. Ob ich jetzt hier weiter, soll ich jetzt hier weitermachen? Ja, hier. Ich glaube schon, ich weiß auch Recommendations, nicht. Functions, Restaurant, ja, Alanda. Aber ja, du, okay. Auf seinem Rechner sieht das top aus, ne? Ja, also jetzt kommt Ansage mit Schmand. Jetzt machst du nochmal, gehst nochmal raus, GeoGuessr. Aber ich war da auf der Spur hier, da war nämlich eine. Dann hoffe ich jetzt für dich, dass du irgendwo in der Pampa rauskommst. Es ist jetzt hier in der Pampa. Ich hatte nämlich, ich hätte gerne nochmal GeoGuessr drücken, so, obwohl ich hätte es gerne gewusst. Ist es jetzt besser? Ja. Ich weiß es nicht, aber das sieht alles so komisch aus bei dir. Warum? Naja, wir sehen den ja jetzt von Nils. Ne? Aber ihr seht den ja von Nils. Oh, das ist auch in Ordnung. Aber nicht 100%. Die sehen schon ein paar Sachen weird aus. Hier, schon mal, hier ist irgendwas, ne? Ja, und da. Überall, guck dir das mal an. Sollen wir das HDMI-Kabel mal rein rausstecken? Mach das doch mal. Vielleicht ist es ein ganz altes. Sonst, wenn das jetzt auch noch nicht funktioniert, mache ich einfach schon mal eine Runde. Und dann können wir das in der Zeit fixen. Wie sieht das aus? Das sind so kleine technische Probleme und Feinheiten. Na, mach mal Start, mal gucken. Nimm's mal so ernst, wie du es ernst nehmen kannst, nur. Aber diese Aufregung kann ich auch nicht jedes Mal. Oh, Ferrari auf jeden Fall. Nee, Amerika. Nee. Ist auf jeden Fall Amerika. Kannst wieder rausgehen. Dann echt? Mach du erst mal und wir starten mal den Rechner vielleicht neu oder so. Testen? Ich sag, es ist Amerika. Nur mal so, nur mal aus Gag. Mach mal als Joke. Es ist nur ein Joke. Zählt nicht, ist Amerika. Schnell Raterunde. Ich sag mal hier so Colorado. Ich sag, das ist Australien. Oh, wer lag denn komplett richtig? Ja, aber immerhin war ich. Gut, dann mache ich jetzt eine Runde. Du wahrscheinlich. Soll ich machen? Neustart oder was schlagen unsere Technik-Freaks vor? Ja, start die Kiste schon mal neu. Ich sage Bescheid, wir tauchen das Kabel auch nochmal. Dann machen wir neu. Okay. Ja, dann mach du erstmal Lars, oder? Mit dem Kabel. Ja, stimmt, bei dir ist es ja eigentlich nicht. Das muss ja eben. Das liegt an dem Kabel. Vielleicht noch schnell mal ein neues Kabel. Gut. Muss ich mich nicht noch einloggen, weil ich habe mein Passwort gerade nicht im Kopf. Dann muss ich wieder 23 Mal probieren. Also, jetzt mache ich die Runde. Ach, jetzt bin ich natürlich auch. Also, weiß auch nicht, was hier jetzt los ist. Lars. Start Game. Scheiße. Richtig aufgeregt. Ach du Scheiße. Da steht was. Oh, das ist ja mega einfach. Bacanados. Bacanamoados. Also, wir haben die Sonne hier. Das ist auf dem Süden. Das heißt, wir sind in der Nordhalbkugel. Das könnte Mexiko sein. Mercado steht da. Es ist auf jeden Fall Spanisch. Rechtsfahrgebot.
Rechtsverkehr. Also es ist auf jeden Fall auf der Nordhalbkugel. Wenn das im... Oder ist die Sonne da? Ist denn die Sonne? Warum machst du denn das fest? Ich meine, du bist natürlich ein Profi, wie du ja schon gesagt hast. Ja, das ist der... Ist da die Sonne? Ja, ne? Also wenn die Sonne das da ist, dann ist der Kompass im Süden gerade. Also das Norden ist im Süden. Ah. Und dadurch sind wir auf der Nordhalbkugel. Warte, warte, okay, das, die Sonne ist, aber was? Die Sonne ist im Norden und deswegen sind wir auf der Südhalbkugel? Ich kann das euch gleich nochmal in einem Crashkurs sagen. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich hier nicht irgendwie null Punkte kriege. Verstehst du? So, hier. Erro, Justinto de Pesacaruncha. Das sieht aber eher aus wie Portugiesisch, also wäre es Brasilien. Dann rede ich also Bullshit. Oder wir sind in Portugal. Glaube ich aber nicht, weil hier Gouverneur. Nee, es sieht nicht nach Portugal aus, glaube ich. Das sieht zu weitläufig und zu sehr nach. Dann muss es Brasilien sein und ich habe die Sonne einfach nicht richtig gesehen. Chupinguaya. Oder ist es gar nicht? Doch, das ist doch hier. Dero Cinto Segurança. Chupinguaya ist, glaube ich, ein. Hier eine Stadt. Zu Tubira? Nee. Das ist natürlich auch ein gewisser Druck, der da. Und Venezuela oder so kann es nicht sein, Lars? Nee, weil es ja portugiesisch ist. Ja, und das ist ja nur in, Brasilien. Die Road 391. Finde ich das vielleicht. Ist das vielleicht 309, 304? Brasilien ist immer problematisch, weil du natürlich... Zu groß ist. Ja, ganz wenig Punkte kriegen kannst, obwohl du das Land richtig hattest. Das hatte ich mal mit Russland, Alter. Ja. Weißt du noch? Ja, ja. Russland ist auch die Hölle. Das ist die Hölle. Also ich meine jetzt bei Geo. Tolles Land. Russland, tolles Land. Ist Russland ein tolles Land. Ja. Ich habe jetzt hier übrigens nicht mal mehr Internet, also ich kann jetzt mich auch nicht einloggen oder so. Schade, wir spielen heute ganz ohne Nils offensichtlich. Ah, vielleicht habe ich mich schon zu früh, bin ich zu früh stehen geblieben, wenn ich diese blöde Road nicht mal finde. 364. Ja, mit den Roads ist immer ein bisschen problematisch. Du hast noch 5 Sekunden. Was? Ja. Du Scheiße, danke fürs Erinnern. Kein Problem. Portobello. Ah! Boah, das gibt's nicht. Aber das ist gar nicht so weit weg. Nah dran. Richtig Brasilien, krass. Gar nicht so weit weg. Aber war natürlich 100% gegessen. Wobei, ich habe natürlich hier die 300... Aber das ist ja auch nicht Geo Noah hier. Naja. Sehr gut. Ich weiß nicht, was jetzt hier bei mir noch passiert. Ansteht? Ich höre es rascheln, ich glaube, das... Tim checkt das. Ja, oder soll ich das mal eben... Du kannst auch nochmal versuchen, können wir mal auf Nils... Ich glaube, wir sehen es schon anhand des Bildschirms, wenn du jetzt auf Nils Rechner schaltest. Dann sehen wir schon diese kleinen Krisseldinger und wissen dann schon, ob es funktioniert oder nicht. Genau, wenn du jetzt... Ja, sieht besser aus. Das sieht gut aus. Ja, lass einfach machen. Mach mal. Startgame, okay. Okay, es funktioniert. Oh shit, das ist doch wieder hier irgendwie Achso, Afrika oder so. Geil, Tim ist der Beste. Tim, einmal Herzen für Tim im Chat. Tim. Okay. Später, weil wir heute live sind, könnt ihr später auch mitposten, mitspielen. Ich werde nämlich den Link im Forum posten zum Finale, wo wir alle gegeneinander spielen. Ist das hier Küste? Der Himmel sieht witzig aus. Sieht echt Alter, hier ist halt einfach wirklich gar nichts, ne? Was ja auch wieder ein Indiz ist. Ja gut, es gibt aber viele Orte, wo nichts ist. Alter. Oh ja, können wir die Musik noch ein bisschen lauter machen? Weil das ist doch immer so entspannt, wenn man hier immer den gleichen Akkord hört. Ich möchte meinen, es ist jetzt hier eigentlich im Prinzip, bin ich schon mal angearscht hier. Wieso geht er nicht nach vorne? Also mein erster Gedanke, Impuls war so ein bisschen Breaking Bad. Ob dir das was nützt, ne? Tja. Ja gut, aber es kann alles sein. Wieso hast du die erste Runde nicht gespielt? Da hast du doch schon gute Indizes. Ja, weil das noch nicht ging, habt ihr gesagt. Lass mich in Ruhe. Guck mal, hier ist einfach wirklich nix. Ich bin am, wo bin ich denn hier? Das ist so eine klassische Simon-Map eigentlich. Alter, Leute. Diese Mucke ist doch genau richtig. Wie ich einfach jetzt hier nix hab. Da war eine Mülltonne. Erste Zeichen von Zivilisation. Wenn du noch weißt, in welche Richtung du gestartet bist, kannst du auch jederzeit wieder an... Alter, weißt du, wie lange ich hier schon lang fahre? Huch. Ey, will nicht mehr weiter. Mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Also die Straße sieht auf jeden Fall neuwertig aus. Das spricht jetzt schon eher dafür, dass es
ein zivilisiertes Land ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Naja, guck sie dir an, die Straße. Ich war auch gespannt, wie das Satz endet. Naja, es gibt halt auch Länder, die haben fast so Staubpisten. So, ja. Das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Und das ist hier, wer so eine schön, so eine schöne Asphalt hat, obwohl hier nichts ist. Scheint recht entwickelt zu sein, ja. Aber jetzt kommst du doch gleich in ein Dorf, oder? Ich weiß es nicht! Geduldig nach vorne fahren, genau. Was sind das für Zäune? Ist das was Europäisches? Ist das sowas wie Dänemark? Also, man kann ein bisschen anhand der Fauna. Der Flora. Fauna und vor allem den Strichen auf der Straße, glaube ich, erkennen, dass es sich hier wohl möglich um Linksverkehr handelt, oder? Woran erkennst du? Ja, weil eben war gerade so ein. Oh, war da ein totes Tier? Ein Opossum. Das ist. Dann ist. Ja, das ist ein totes Tier! Scheiße. Ich kann anhand des Tieres erkennen. Das ist ein Känguru und das ist aus drei. Safe. Fahr nochmal drüber. Ja. Und jetzt weiß es. Tja, die Sache ist gegessen, würde ich sagen. Ach, ja. Schwede, ey, da haben, mir die Tiere haben mir das gerettet. Ich wollte es dir auch gerade nochmal warm reden mit dem Linksverkehr. Ich habe natürlich überhaupt gar keinen... Ach, das ist euer Ernst jetzt gerade, dass es ein Känguru ist? Das kann natürlich... Vielleicht will ich es auch sehen, weil ich vorher schon dachte, dass es Australien ist. Aber 10 Sekunden. Hey, es sieht auch aus wie Australien. Und wenn es wirklich Linksverkehr ist und es wirklich ein Känguru ist... Bitte lass mich den Kadaver... Es kommt eher, ich muss nicht drücken, ne? Kommt automatisch. Ja, passt. Aber sind die nicht immer gelb in... Nee, guck tatsächlich. Mal. Oh. Kangaroo Island da unten. Guck mal, ich wollte dir noch sagen, ey, das ist bei Kangaroo Island. Ey, am Kadaver erkannt. Das ist wirklich Kadaver. Das ist Nova. Okay, ich habe schon den Titel für die Sendung. Am Kadaver. Ja, nice. Ja, okay. Glückwunsch. Wie viele Punkte gab das? Ja, nur 2500. Ja, gut. Da muss immerhin, ey. Immerhin. Weil 20.000 sind ja eigentlich Pflicht. Ja, eben. Okay, Ben. Ja. Achso, es geht schon wieder los. Ja, los, machen wir. Okay, play next round. Ja, der Hammer. Aber das war nicht wirklich ein Känguru, oder? Doch, ich okay, glaube. Okay, erster Gedanke, ja. Kanada. Weil viel Wälder und es sieht sehr weit aus. Das ist ja fantastisch, ey. Oh, da kommt ein Auto, glaube ich. Wir sind hinter einem Auto hinterher. Und wir werden es natürlich nicht überholen. Und wir das Google Street View Auto sind. Und ja, es ist wieder in der Prärie. Ja, da muss man jetzt schnell klicken. Ja. Da war ein Schild. Jesus. Oh Gott. Sind wir hier gelandet in der Zwischenwelt? Das ist Upside Down von Google. Da ist ein Schild. Das ist, glaube ich, aber nur so ein Pfeil. Ah, Jesus. Aber da siehst du natürlich. Ja. Das siehst du natürlich? Naja, was du vorhin ja schon meintest. Obwohl, nee, man sieht es doch nicht, sorry. Vergiss alles wieder, was ich jemals gesagt habe. Oh, da war, glaube ich, gerade ein Auto zumindest. Oh, jetzt habe ich da. Das fehlt nicht. Oh, ich habe nichts. Nichts hat er. Okay, was haben wir denn da? Deswegen ist etwas. Oh, okay, ja. Das sieht auf jeden Fall, wenn ich Nils Tinder eher unterentwickelt aus, das Auto. Aber da gibt es auch wieder einen Tipp im Forum, glaube ich, gelesen. Nach der letzten Folge muss man gucken, wie die LKWs sind, ob die so Frontlader sind, ob der Motor vorne oder drunter ist oder so. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob der links gefahren ist. Ich Nasenmann. Ich muss mir das alles mal besser machen. Links, ne? Das ist nee. Links. Obwohl, nee, rechts. Doch. Obwohl, wir fahren doch selber mit dem Auto hier auf der rechten Seite. Ja, aber du weißt ja nicht, in welche Richtung. Ja, auch wahr. Auch wahr. Cleverer Typ. Ja, das habe ich aber auch schon oft gedacht. Das war doch... Du hast noch 1,30? Ja, Mann. Das war eine Kacke. So. Sieht man hier, dass die roten Scheinwerfer sind? Die Rückscheinwerfer? Das ist irgendwie komisch. Ja. Oh Jesus, wenn hier nicht bald was kommt, dann stehe ich aber richtig auf. Also auf jeden Fall Nordhalbkugel, ne? Wegen der Fichtenwälder und so und Buchenwälder und so. Ja, ja. Das kann schon auch irgendwas Finnland, Russland, irgendwie diese Geschichte sein, oder? Was ist guck mal, da war so ein Straßenschild. Aber gut, das 45 Sekunden. Also ich fand ja, dieses Auto vorhin sah mir doch ein bisschen osteuropäisch aus. Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Das würde ich auch so zusammenzählen. Aber sowas wie USA habt ihr auch schon ausgeschlossen? Oder? Ich weiß erstmal nee. Hier so einfach nur, damit irgendwas schon mal ist. 28 Sekunden hast du noch. Mhm. Oh, das ist ja eine richtige Nullnummer, wenn ich mich wenigstens ein bisschen mit Pflanzen auskennen würde. Da war ein Schild? Mhm. Ja. Oh. Dem nichts draufsteht. Ja. Guck mal, ob da tote Tiere liegen. Vielleicht ein Grizzlybär. Grizzlybär. Mit einer Donald Trump-Mütze auf. Hier so.
Kann alles sein. Das könnte richtig. Oh! Oh, guck mal. Alter, ey, für so einen Guess. Rudi. Mega stark sogar. Ja, echt gut. Das hätte halt auch Kanada. Okay, das hätte auch alles sein können, klar. Ja, wobei die. Aber gut, das Auto war halt so ein Hinweis, ne? Das sah halt tatsächlich nicht nach Kanada aus. Aber. Ja. Extrem stark. Glück gehabt, richtig Glück gehabt. Ja, gut. Sehr, sehr gut. Oder ich bin einfach gut. Dann komme ich jetzt wieder, ne? Nächste Runde. Let's fetz. So, das ist schon mal irgendwo drin. Wir sehen nichts. Ah, jetzt. Irgendwo in der Stadt. Was haben wir hier? Ah, da steht oh nein, sind wir hier Konawe Taipei oder was? Taipei vielleicht. Nee, das wird doch nicht so geschrieben. Energy, Migas Callcenter, Registras. Alter, wir sind schon wie. Das ist da, wo du mal angerufen wirst. Da sitzen die. SK. Panglak. Das ist schon wieder irgendwie sowas. Bacho Inder in Indonesien oder Malaysia wieder. Ich kann es nicht mehr glauben, ey. Ich kann es nicht mehr glauben. Nee, da ist eine fucking indonesische Flagge, ihr Lieben. Das ist ja lustig. Geilon. Da muss ich nur noch wissen, wo genau, und dann habe ich die Punkte. Das gibt's ja nicht. Das ist wieder ein Tier. Ja gut, aber hier jetzt irgendwie eine große Prärie. Und auf der Hauswand stand noch genau der Ort. Sie befinden sich Koordinaten 23 Grad West. Kendari. Wo denn das kleine Hund auf der Straße? Aber Indonesien, ihr Lieben, ist ein Riesenland. Ja, das stimmt. Merkt euch das mal für die Zukunft. Ist Indonesien wirklich so groß? Mhm. Ja. Groß. Weitläufig vor allen Dingen. Viele Inseln. Oh, ja. Das Indonesien ist aber der. Ist über Australien tatsächlich. Das ist dann also eher der islamische Teil. Und das heißt dann eher hier so vielleicht Java. Okay, wenn das stimmt, dann gebe ich mir dafür selbst einen Orden. Das hast du völlig selbstbewusst rübergebracht und das weiß wahrscheinlich niemand, deswegen kannst du einfach. Lars, der ist aber. Da ist noch so eine Provinzfahne. Ja. Ja, hier steht vielleicht eine. Konke. Okay, verdammt, Ikan. Wenn es nicht mal Indonesien ist und es einfach nur eine polnische Flagge war. Bokori, Visata, Indonesien stimmt schon mal, da steht's. Bajo Bokori, Baja Bokori, Desa Visata heißt. Ich finde immer so geil, wie du wirklich versuchst, auch so diesen Akzent zu imitieren oder die Sprache zu imitieren im Allgemeinen. Große ja, Kudos. Das ist meistens Spanisch, was ich sag. Okay, Desa da. Visata, Baja Bokori. Scheiße, das sind wahrscheinlich keine Kediri. Das sind wahrscheinlich keine geilen. Der Seppe. Aber das ist natürlich wieder für mich gar nicht verkehrt gewesen, dass da sofort die indonesische Flagge kam. Aber die muss man natürlich auch erstmal kennen, muss man dazu sagen. Bestimmt. Contact Center. Indonesien. Code Area. Code Area. Das ist mein Area Code. Das ist mein Area Code. Generell trifft euch das schon ganz gut, ey. Da steht noch was. Aller Erstklasse-Hinweise, aller ja. Flagge. Leppe. Der andere kriegt hier tote Tiere von der Landesflagge. Ja, halt echt. Mhm. Das stimmt schon, ja. Ich bin da schon recht glücklich. Guck dir das an, Alter. Oh Gott, völlig woanders. Oh, Jesus. Aber Indonesien. Also du hättest einfach auf Indonesia den Namen tippen müssen. Kediri. Habe ich das nicht sogar gelesen? Mhm. Mhm. Nee, das war ja mein Tipp. Hier ist ja, richtig. Da oben ist richtig. Aha. Na gut. Das ist doch nicht so geil. 2400? Nee, wirklich nicht. Also 20.000 kann ich abschreiben. Okay, soll ich mal machen oder was? Zeig es mal, was du drauf hast. Na klar, wieder nix. Oh, geil. Das ist dann. Wir sind mal wieder bei Tieren. Ey, die sind stark! Guck mal, diesmal leben sie sogar, Nils. Okay, das sind auf jeden Fall. Gleich nicht mehr, wenn das Google-Auto rübergefahren ist. Das könnte sowas wie Argentinien sein oder was? Da haben die so viele Rinder immer. Ah, shit, wieder klein machen. Wie kann man nochmal schneller zoomen? Naja, du musst so weit, wie es geht, nach vorne im Horizont kommen, aber so, dass das noch auf der Straße liegt. Das Teil. Ja, also so. Aber ist schon Rechtsverkehr, das habe ich richtig gesehen. Das ist er hier. Mhm. Ah ja. Mhm. Oh, schneller. Schneller. Schneller Zivilisation. Schneller. Also ich würde jetzt spontan irgendwas mit Südamerika sagen. Ich habe jetzt noch nicht so auf die Bäume geachtet. Ach, das kann schon sein. Irgendwie.
Hey, kann ich mal Leute sehen? Wenn es Argentinien wäre, hätte irgendjemand hätte auf jeden Fall ein Messi-Trikot an, aber nein. Oh ja. Oh ja, das ist ein geiles Spiel. Bong. Die Straßen sind aber auch gut gemacht. Ja, ist alles sauber. Also sauber. Das ist nicht... Ja, durch die... Ey, Lecko, ey. Gelben Streifen ist es... Ha? Ist ja auch relativ dann, oder? Ist eher... Was redest du? Naja, ich hätte es vielleicht USA gedacht. Ja, kann natürlich auch sein, aber... Wie viel ist es? Boah, aber ist das die Sonne da rechts? Ja, wann bin ich wieder hier? Das. Was? Hast du dich leider umgedreht. Was? Nee! Nee, das ist tatsächlich, die Sonne ist im Norden, sprich du bist auf der Südhalbkugel. Ich hänge hier an diesem, ich hänge hier fest an den Rändern. Du kannst auch hinter die Ränder drücken. Der kann ja nicht überholen, weil die Ränder. Ja, aber er kommt ja trotzdem genauso schnell voran. Er muss ja nicht in Originalgeschwindigkeit des Google-Autos klicken. Das stimmt. Schneller! Das ist noch 46 Sekunden. Ja. Oh, das ist doch zum Kacknaseln, ey. Ist es wirklich zum Kacknaseln? Ja. Ich komme einfach nicht irgendwo an. Da war so ein Dickmopsiger wieder auf seinem... Ach komm, Leute. Wieso habe ich denn immer noch so eine Quatschgeschichte hier? Kolumbien vielleicht? Nee, der wusste Medellin, da war doch Pablo Escobar, der hat doch da viel gebaut. Ja, Eddie kam schon ganz oft in der Nähe von Medellin raus. Also da sind die häufig unterwegs. Ja, der hat da richtig viel investiert in die Infrastruktur, damit er nicht geschnappt wird, wenn die Drogenautos da langfahren. Mhm. Mensch, es ist halt auch einfach wirklich nix. Es ist gar nichts da bei dir. Ja, so Runden gibt's manchmal. Das kommt vor. Also bei mir nicht, aber es kommt vor. Du kriegst wenigstens jedes Mal Tiere jetzt. Ja. Du bist doch so ein Tierfreak. Alter. Oh, Bam, Alter. Hier, 3710. Das habe ich nämlich erkannt. Aber auch wirklich nah am Medellin, ey. Das ist manchmal wirklich so, ne? Ja. Dass die Orte haben, wo du denkst, da sind die ständig. Au. Oh, mega stark. Ey. Richtig stark, richtig stark. Ich liege, glaube ich, trotzdem vorne. Keine Indizien hat es. Heißt es Indizes oder Indizien? Indizien. Indizes? Ist das nicht auch? Ich glaube, das Index. Ist von Index in Mehrzahl dann. Ja. Naja, darum soll es heute nicht gehen. Ja. Genau, es geht darum, dass ihr mir zuguckt, wie ich gewinne. Tu's. Aha. Jesus, warum ist denn hier alles? Warte mal. No. Council steht da zumindest schon mal, oder? Na, das sieht auf jeden Fall recht englisch aus, schau mal. Mamuno Gabon. Aha. Namibia. Da stehen sogar alle Länder dran. Okay, ist an der Grenze zu Namibia wohl, wie es aussieht. Gansi heißt es. Okay, aber das ist halt wirklich. Ja, das ist. Jackpot so ein Schild, ne? Also. Ja. In sogar das fucking Land draußen. So, wo ist denn Namibia da unten? Und South Africa auch in folgende Richtung. Das heißt, wir kämen wahrscheinlich eher von oben. Weil, wenn das beides in dieselbe Richtung ist, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie. Und die Stadt heißt Gansi wohl. Gansi Center. Wo haben wir denn hier Gansi? Mamuno gibt's noch. Gaborone. So viel weiter weg kann es doch gar nicht sein, ne? Okay, es sind ja noch mehr da, du hast recht. Mamuno, Robatze. Hm. Vielleicht von hier mehr so. Die Straße sagt dir, glaube ich, auch nichts, oder? Was steht da? A21. Nee. Das wäre natürlich auch ganz lustig, wenn das Städtenamen wären. Und South Africa ist ein Städtenamen in Südamerika oder so. Das ist so ein geiler Film. Komm schon, Gansi. Jetzt haben wir noch Lobatz. Ich muss mir das kurz mal in meinen. Das ist noch eine Minute, also das ist echt. Kannst du ganz in Ruhe nochmal. Ja, das könnte es denn noch sein. Vielleicht war ich auch ein bisschen auf der falschen Fährte. Vielleicht natürlich kann ja auch sein, dass wir hier in Botswana sind und das hier so ist oder so. Ja, da Gansi! Gansi. Gansi Center. Wo ist Gansi Center? Wir sind doch genau hier an der. Alter, das ist 40 Sekunden. Wenn es nach unten, nach in die zwei Länder oder geht, oder sind wir A2 hier? A2 oder A. Alter.
Es ist viele Punkte. Ich sag mal so 4.998 Punkte. Ja, nach 25 Sekunden. Das sind ja auch noch an der Kreuzung, sein hier vielleicht. Ja, aber im Center ist es ja offensichtlich nicht, oder? Die Center geht ja erst ab. Die Abfahrt ist das Center. Ja. Ja, stimmt, aber es ist ja vielleicht hier so, weißt du? Naja. Ich glaube, so oder so ist es scheißegal, was du jetzt machst. Also ich kenne mich in ganz wenig aus, deswegen. Ein Punkt zu wenig. Du mieser Loser. Aber guck mal, es war genau diese Kreuzung tatsächlich auch. Wirklich. Shit, Mann, das war ja richtig Tets von mir, oder? Das war mega stark. Mega gut. Also, voll gut. Ich hätte tatsächlich ein paar Punkte weniger bekommen. Ich dachte, es ist voll weit außerhalb, aber Ganzi ist offensichtlich relativ klein. Gut. Next round. Rechts fahr. Amerika. Das ist Amerika. Oder. Dieses hinterher, man will auf Nummernschild gucken oder so. Elk Prairie. Ah, okay, jetzt ist ja klar, ist was das ist. Ja. Kanada. Achso, Mile 19, wir nichts. Naja, rechts. Achso, auf jeden Fall schon. Oh, Mann, ich drehe durch, ich will den überholen. Ich auch. Das macht mich wahnsinnig, dass der die ganze Zeit vor ihm herfährt. Ja. Man kommt nicht an ihn ran. Ja. You never catch the dragon. Nee, da überholt er ihn. Ob die angehalten sind, die Fahrzeuge zu überholen von Google, also die Mitarbeiter von Google? Servus. Ja, ganz cooler Camper auf jeden Fall. Mhm. Kennst du dich aus mit Campern? Ja, ich habe viel Counter-Strike gespielt. Den hast du gar nicht verstanden. Als großer Fan des Genres. Ja gut, also viel kommt da natürlich rum und das Land ist ja leider auch zugegebenermaßen nicht klein. Da stehen wir irgendwann. Miles per Miles, guck mal. Das ist auf jeden Fall dann eher wie USNA, aber das ist auch nicht viel kleiner. Kann man ganz klar sagen. Tja, was kann man das sein für ein Start? Also es ist auf jeden Fall, das ist auch sehr... Ford F50, 150 oder was ist das? Oh, das ist Kompaktwagen auf jeden Fall. Das ist so ein Spielzeugauto. Nee, ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwo was Geiles finde. Ich sollte wahrscheinlich eher den Gedanken. Ah, doch, da kommt jetzt doch bestimmt nochmal der Start. Material Handling. Mbappé. Das ist das höchste Auto der Welt. Das sah ganz geil aus. Ja, man kann leider nichts erkennen. Scheiße, ich habe nur noch eine Minute. Hier vielleicht nochmal irgendwie einen Start. Nee. Sonst nochmal. Oh nein! Warum habe ich mich nicht umgedreht wie so ein Dummkopf? Na gut, bringt mir auch nichts. 30 Sekunden noch. Also gut, es ist hier in dieser wunderschönen Gegend rund um Illinois. Wie man sieht, so ein bisschen in der Richtung Indianapolis habt ihr sicherlich auch. Guck mal, da im Süden ist noch ein Nationalpark. Also es ist ja schon mit vielen Campern und so. Das sah schon, finde ich, sehr Mark national. Twain eher. Na, ich meine, so grundsätzlich, da war es ja sehr viel Bäume und. Fünf Sekunden. Und so, aber. Ja, bin ich. Schon, aber. Ist wieder Yosemite. Ach du Scheiße. Komplett ach, du Scheiße. Ach du guter Gott. Na gut, aber. Ach du Scheiße. Aber guck mal, schön im Grün, was sag ich? Ach du Scheiße. Im Grün Gürtel. Es ist immer ärgerlich, wenn man noch schlechter ist, als hätte man einfach in die Mitte vom Land gedrückt. Ah, ja, stimmt. Wie viele Punkte hast du? 1000 Punkte. 1035. Wie soll ich denn auf meine 20.000 Punkte kommen, die totaler Standard sind? Ich habe keine Ahnung, Blasi. Aber ich bin dran, oder? Ja. Dann geht's mal weiter jetzt. US. Kanal. Okay, hier ist wieder nix. Vielen Dank. Danke für nix. Aber die Straße sieht irgendwie wie eine deutsche Straße. Na, obwohl ist der Teer. Diese Mischung ist nicht, ist keine deutsche Mischung. 90, okay, das ist, steht da drauf? Horden? Auf jeden Fall, machen wir weiter. Ähnliche Map jetzt wieder gewesen. Ne? Also das
Gefühl, es ist was Europäisches, die Autos und die. Flugplatz. Schild auf was. Oder was heißt das, das da? Stand doch gerade was. Zu weit? Ich glaube, das ist, oder? Perspektivisch verzerrt dieses, was genau neben dir ist gerade. Bist du? Nee, das ist nur so ein Huckel. Meinst du? Geh weiter. Schwörst du? Ich schwöre. Das sind doch Witzen. Ich habe eingekauft. Keine Ahnung. Wo kauft man ein? Ey, keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen bei Nordeuropa. Ich habe echt gesagt, keine Ahnung. Dieses Schild da mit der 90 drauf. Das ist doch mal. Das ist was. Aquaplaning? Ja, Aquaplaning. Und Meta steht drauf. Ist das Österreich? Ja, Meta. Naja, naja. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber das sieht jetzt nicht unbedingt nach so weit weg aus. Also Aquaplaning, war das, warte mal, waren da zwei N? War das, Achso, ob's, Warte. Oh, heiße Tipps hier. Wer hat denn nochmal Orangen? Ist es Holland? Viele haben leider. Pedersen? Ja, Holland auf jeden Fall. Das war auch Laursen, mein Gedanke. Pedersen. Was haben viele Länder gelb? Gar nicht so weit weg. Also auf jeden Fall. Belgien oder so. 45 Sekunden noch. Aquaplaning, Holland. Holland hat Orange, oder? Ja. Aber da sind auch viele. Ja, und das, Alter, da ist ein Flugzeug. Das Flugzeug. Bist genau am Airport. Killer. 30 Sekunden. Noch. Ja, vielleicht in der Nähe von Holland so, weil die Straßenschilder sahen schon so ein bisschen so aus, aber ich will dich jetzt nicht in die falsche Richtung locken. Aber das sind auch so viele Deutsche und. Warte mal, wo ist denn aber hier? Aber Deutsch sieht ja anders aus. Ups. Okay, mach mal hin. Warte mal. Noch 10 Sekunden. Es war. Hallo? Oh nee, was ist denn da los? Oh, ihr Internet ist gone. Unser aller. Oh, oh, Dänemark, ich wusste Dänemark. Es. Dänemark. Ah, ich sag noch. Ihr habt mich verwirrt. Dänemark. Oh. Thomas, ich hab gar nicht gesagt. Du stehst komplett auf dem Schlauch und ich wollte dir ein bisschen was hin. Nee, ihr habt mich. Hatte ich nicht sogar Dänemark gesagt? Ich hab nicht zugehört. Dann habt ihr gesagt: Nee, nee, Nils. Auf keinen Fall. Ich nicht, spul zurück. Gut. Na gut. Ben wieder, oder? Nee. Doch. Doch, doch, doch. Ja. Okay, eine weitere grandiose Runde könnt ihr erwarten, bekommt ihr nämlich auch. Ich habe Dänemark genommen. Hier sage ich erstmal Kanada. Ja, immer noch sehr Kanada. Die vierte Indeed. Von fünf Runden, also jeder zwei. Ja, oh, da sind Sachen. Silver Beach oder was? Resort. Campground Cabins, ja, das ist. Ich bleibe noch bei Kanada, dieser Nummer hier. Also es könnte natürlich auch Nordamerika sein, aber... Du warst doch schon fast überall in Kanada, oder? Überall, nee, nur da oben Vancouver und dann ganz im Norden Richtung Alaska hoch und so. Wie so ein richtiger Seebär. Da steht doch was. Ne, hier steht nichts. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich denke, wenn ich jetzt weitergehe, die Straße kommt da nicht mehr viel. Deswegen muss ich hier alles rausziehen, was geht. Mhm. Dann zieh mal. Briefkästen? Alter, auf so einer Bank. Das sieht schon sehr nach Einöde aus. Auf jeden Fall im Norden von Nordamerika, dem Kontinent, würde ich erstmal schon mal sagen. Da würde ich mitgehen. Ich auch. Wenn man auch so die Bäume anguckt, guck mal doch. White Pass und Packwood. Packwood wird wahrscheinlich die größere Stadt sein, weil sie weiter weg ist. Vielen, ja. Trotzdem aufgeschildert ist. Ja, das war. Aber das reicht mir das, aber ich würde sagen, ist trotzdem noch viel zu. Packwood. Da war noch ein Schild, oder? Yes, yes. Da. Okay. Okay, guck mal, ist das ein indianischer Name? Jokima? Das könnte auch irgendwie wieder so Yosemite sein. Wegen des Y. Aber wo zum Fick war nochmal Yosemite? Das habe ich letztes Mal schon vertauscht die ganze Zeit. Yosemite? War das Yosemite? Yosemite. Yosemite. Dachte ich immer. Wie hieß denn die Namen? Natchez. Natchez und Yakima. Wenn du das jetzt findest, ey. Mein lieber Mann. Ja, dann hast du auf jeden Fall. Ah, hier. Oh,
ganz das ist okay doch viel zu nördlich, die ganze Nummer hier. Also eher dann hier so tatsächlich. Yellowstone. Das ist aber hier nicht der Jessamine. Yellowstone. Ich denke, wir sind eher wieder hier, weil ich weiß, dass es ja auch schon mal vorkam. Da sind wirklich viele Länder, viele Stellen drin. Diverse World. Aber dennoch sieht es nicht so falsch aus irgendwie. Es ist ja zumindest auch ein See hier nebenan, aber... Ja. Ja, das Problem ist, es gibt wahrscheinlich echt viele Ecken, die so aussehen. Ja. Aber die, also der Baumbewuchs, irgendwie finde ich das ein bisschen sieht so nördlich aus, aber... Es ist relativ nördlich, tatsächlich. Also nördlicher nördlich, als... Warst. Ach, da. Ja, okay, doch, sehr nördlich. Das okay. Könnte schon hinkommen. Ja. Naja. Schauen wir mal, ne? Jesus! Washington State. Wieder da oben. Aber es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Es sind immer noch 3000. Also du hast wirklich nicht viele Hinweise bekommen. Ja, guck mal, hier, die ist schon recht groß, die Stadt. Ja, die hätte man durchaus sehen können. Ja. Ach Quatsch. Und hier war ich ja auch sogar. Ach, guck mal. Ja, dann ist es natürlich okay, wenn du da warst, ist es natürlich richtig schlecht. Ja. Selten sowas gesehen, sowas Schlechtes. Boah, war das schlecht. Jesus. Den Laden bin ich nochmal an. Gut, nicht verkehrt, Ben. Du bist hier, gibst hier auf jeden Fall eine ordentliche Latte. Aha. Die Messlatte, sowas wollte ich sagen, in die Richtung. Also. Was haben wir hier? Immer Berg runter, da ist das Zentrum. Brock Ai Gitsin Senkal Bugio. Das hier ist die Sonne. Wir sind eher. Das ist schon so ein Cheater-Trick auf jeden Fall. Oh, das mit der Sonne ist eher im Norden, das heißt, wir sind Südhalbkugel. War halt relativ schnell auch zu lernen, ne? Was sagst du zu den Häusern? Wie sehen die denn so aus auf den ersten Blick? Sauber. Ex-Kommunismus. Und, die Autos, das, was vor dir fährt zum Beispiel? Sauber. Ja, selber. Da war doch was an der Hand, da Hausfassade da links. Guck mal, Türkei ist es. Boschkir. Sag mal, bin ich heute mit meiner Nord-Süd-Halbkugel, hat mir ja niemals was gebracht bisher. Sag Ramazan. Ja, das ist tatsächlich Türkei. Ja, oder ein türkischsprachiges Land. Wie zum Beispiel die Türkei? Ja, oder einige Stämme in Afrika ja auch. Ramazan. Aber wo ist denn diese? Hier ist doch die Sonne. Ja gut, die ist... Hier ist doch die scheiß Sonne. Es ist Nord. Wie du gerade noch sagst, aber einfach zu lernen. Ja, das hat mir bisher gar nichts gemacht. Diese Sache macht mich mehr fertig, als es ist. Die macht mich komplett fertig. Ich muss das wirklich nochmal nachgucken. Obwohl, ist es nicht. Also irgendwas, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich türkisch ist, aber es könnte irgendwie in dieser Region sein, ne? Okay, Dramatilan. Also was gibt's da noch? Kirgisistan. Also ist es sehr touristisch oder ist es sehr wirtschaftlich eher schlecht. Ja, das sieht schon irgendwie ist schon, guck mal, das ist Alter. Türkisch. Özel, Özgerlecinski. Haben die sich damals unter Atatürk diese Umlaute übernommen? Aus dem Deutschen sogar? Kommt das nicht sogar daher? Weiß ich nicht, Nemetschki. Die Ös und Üs und... Ich kann das dir einfach nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen. So, anstatt hier mal nach Straßenschildern zu gucken, ey, was ist denn los hier? Da. Shehir Mekeshi, Kamlitsch, Sorgun, Shivas, Samjung. Habe ich das gerade gesehen? Nee, Shivas, Sorgun. Ja, da kriegen Ben und ich aber ein paar Punkte ab jetzt, ne? Scheiße, ey. Gebje. Sorgun. Shivas. Shivas. Antalya. Urdur. 30 hast du noch. Shida, Antalya. Antalya! Adana. Gaziantep. Sorgun, Sivas. Ach, die sind wieder so klein, ey. Ordu. Sivas! Das gibt's ja nicht. Aber. Jesus. Aber davor muss noch Sorgun liegen. Sorgun ist hier. Alter, das ist ja unglaublich. Was das bedeutet? Sehr gut. Das sind über 4000. Das ist mein Junge. 4800 Punkte oder so, mindestens, ey. Naja, aber irgendwie sah die Stadt größer aus. Das ist das, was ich hier sehe. Oh, geil! Jesus. Alter, ja, ey. Richtig nah dran. Ein Kilometer. Und ich bin gerade nochmal nach rechts. Das war ja fast so gut wie meiner vorhin. Alter, mega. Sehr gut. Nee, Glückwunsch. Danke, Mann. Richtig. Aber das ist dann halt auch geil, wenn man dann tatsächlich dieses Sorgun sieht. Ey, boah, göttlich. Da schießt das Dopamin rein. 20 Sekunden vor Schluss hast die Stadt dann. Ja, ja, das freut mich dann so richtig doll. Ja, muss ich echt sagen. Ich freue mich auch voll für dich. Ich bin überhaupt nicht konkurrenzmäßig unterwegs. Das ist schön. Okay, do it. Next round. Muss ich erstmal einen Knopf aufmachen da unten.
Wie hast du denn so dicke Eier gewachsen? Ey, es ist schwarz und Scheiße, die Zeit läuft. Scheiße. Leute, nein, das ist nicht in Ordnung. Geh mal weiter, vielleicht bist du gerade nur in so einem Fehlbild. Geht sowas? Hallo? Hallo? Bitte einmal schon mal 10.113 aufschreiben. Das ist gar kein Problem. Ey! Das machen wir auf jeden Fall gleich nochmal. 10.113 bei Nils schon mal aufschreiben. Ja, warte, jetzt bin ich irgendwo. Ey, das war ja mega mies. Aber reicht dir nicht, oder? Willst du haben oder nicht? Musst du jetzt entscheiden. Musst jetzt entscheiden. Wie viel habe ich denn noch? 2,30. 30 Sekunden fehlen dir. Ach komm, scheiße, mache ich ohne 30 Sekunden. Ist mir doch egal. Verliere ich halt. Ja, komm, du bist ja auch in der Gegend. Das ist doch mega. Ja, da kann man dir natürlich auch gerne ein bisschen helfen. Ja, da war das gemein. Ich kann dir sogar genau sagen, wo du bist. Guck mal, jetzt die Schriftzeichen, die sehen jetzt ja nicht unbedingt nach Deutschland aus. Ja, warte mal, aber die Autos fahren auch rechts. Also warte mal, wo fahren die denn? In China fahren die da? Also es ist China, chinesisch. Und in China gibt es keinen Dings. Das heißt, du bist auf Taiwan oder... Nee, ich glaube Taiwan. Höchstwahrscheinlich bist du auf Taiwan. Ich hatte auch irgendwie so ein bisschen was Taiwanesisches im Ohr. Höchstwahrscheinlich. Aber also China ist ja Linksverkehr auf jeden Fall, oder? Ist das so? War da auch englische Kolonie, waren dann die Engländer auch und haben das irgendwie durchgeprügelt? Nee. Oh, da, komm. Oder? Da sieht man schon was. Ah, hier Beachwear. Hier, so irgendwo am Strand, oder was? Ursprünglich gab es beides, links und rechts. Und jetzt ist es links, oder nicht? Nee, rechts. China ist auch rechts. Okay, ich war noch nie in China, ich wurde noch nicht eingeladen. Ja, Leute, ey. So, mal gucken, gibt es hier irgendwelche Nationalfahren? Hier, was ist das? Da, eine Bushaltestelle. Das sieht aus wie, wie School 2 von Tony Hawk. Nähere ich mich so ein bisschen. Also, gibt es eine Gaming-Version davon? One Ding? Aha, das ist schon mal gut. One Ding? Ey, jetzt habe ich hier deinen Taiwan übernommen, ne? Wenn das Verarsche ist von dir. Ich hoffe. Wieso kommst du denn eigentlich auf Taiwan? Ja, weil in China Google nicht rumfährt. Okay, wenn das denn es gibt nicht noch irgend, ist. Ich glaube, es gibt noch so eine Ausnahme in China, irgendwas. Family Mart. Aber dann hättest du halt einfach Pech. Also es ist halt auch schwer. Den Städtenamen hat man ja auch schon gesehen, tatsächlich, oder den der Regionen. Naja, das, was wenn dann Jetzt habe ich da noch 20 Sekunden. Ja gut, komm. Werde ich jetzt eh nicht mehr so viel finden. My Coffee, also ein bisschen westlich angehaucht. Gibt's Coffees überhaupt in China? 7-Eleven. Das ist kompletter Quatsch. Vielleicht ist es auch Brasilien. Das könnte auch Chinatown sein. Also ich bleib jetzt mal da, wo ich bin. Das wäre das Mieseste. Ja, geil, guck mal hier. Hammer. Ey, kannst du mal rangehen, wie das Ding hieß? Ja, Keelung, das stand nämlich da. Ja? Ja. Na, hätte ich vielleicht noch ein bisschen rumsurfen müssen. Ja, aber... Aber das hätte ich eh nicht gefunden. Ich denke mal, Stadt. Das ist doch ganz schön groß. Benny Boy? Ja, ist doch cool mit mir. Lars, so, ich muss sagen, die letzte Runde, oder machen wir jetzt noch eine? 5 Punkte davon gehören dir. Geil, danke. Aber mir gehören auch 5 für die Türkei. Dann ist ja auch wie ich gesagt habe, also finde ich das fair. Ja. Benny Boy? Machen wir noch eine Runde? Ja, die letzte Runde, ne? 5. Alles klar, los geht's. Oh nein, das sieht schon wieder nach sowas aus. Ist ein Schlaganfall gerade? Brothers Valley. Valley Farm. Nee, hab ich nicht, danke. Okay. Brown Eggs, wo gibt es denn braune Eier? Da war doch Andreas auch mal auf den Trip, dann immer irgendwelche Bananen zu finden und zu suchen. Sagt einem auch nicht viel aus. Da war der Pennywise da hinten. Aha. Mit 40. Mhm. Work Area. Finds Double. Bixler Church Road. Ah, okay. Und Bixler. Ah, tatsächlich, das ist auch schon ein guter Tipp gewesen. Was? Das Speed Limit. Aber das ist hier eine Baustelle, deswegen ist das vielleicht auch nur. Kann auch sein, ja. Ja, wir fahren ja rechts, ne? Ja. Speed Limit sagt, der war ein Tipp. Naja, nicht unbedingt, ne, aber. Innerorts. Oh, ein Friedhof. Guck mal, was da drauf steht. John Luther Miller Memorial Cemetery. John Luther Miller. Also, es ist eher eine katholische Gegend. Hm.
Alter, da wohnt der Bürgermeister, ey. Schön, oder? Aber wir sind hier schon auch eher in Nordamerika. Acorn Hill. Acorn. Ahorn. Wo wachsen Ahornbäume? In Kanada natürlich. In Kanada. Aber ich glaube, Acorn ist nicht ansatzweise Ahorn, oder? Ich weiß es nicht, aber es klingt so. Oder? Ist es Acorn? Ahorn? Was ist denn dann Maple? Maple. Maple? Aber was ist denn Acorn? Acorn Syrup. Haselnüsse? Was ist das? Acorn Syrup. Was ist Acorn? Guck mal, was Acorn ist. Und das ist auf jeden Fall ein Rapper, oder? Ja, Acorn, ja. Wie wurde es denn geschrieben? Acorn? Mit K? A-C-O-R-N, glaube ich. Ach, du dickes Ei. Wir haben auf jeden Fall hier eine Menge Landwirtschaft und so eine Geschichten. Und es sieht natürlich auch ein bisschen nach... Eichel, oder was? Ja. Habe ich das nicht gesagt? Ahorn. Und danach, was habe ich danach gesagt? Eichel, ne? Wahrscheinlich Eichel. Ich glaube, ich habe danach Eichel gesagt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nicht zugehört. Warum? Lass mich konzentrieren. Speedlimit 35? Warum soll das denn jetzt irgendwie... Adopt the road. A cleaner Carol. Carol, scheiße, wo ist denn Carol? Colorado. Es ist nur ein Tipp, den du sowieso schon befolgst. 20 Sekunden. Ja, kacke, Carol, das hat man doch auch schon mal gehört, aber ich kann es nicht zuordnen. Ich denke aber, es ist irgendwo in der Mitte, wegen so Landwirtschaft. Alle haben diese fetten Ami-Schlitten, diese super fetten Pickup-Trucks und so. Ich glaube, hier in der Mitte bin ich gar nicht so kackfalsch. Was Besseres geht da nicht. Kann ich nicht sagen. Du bist auf jeden Fall ein Junior Explorer jetzt. Warte, ja, und? Ah, es ist aber ganz weit rechts gewesen. Mach mal Continue, damit man das noch nehmen kann. Shitovic. Oh. Bei Washington, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Ich dachte, in Washington fahren alle diese progressiven Hyundais und so. Aber das ist auch der Acorn State, Washington. Ja. Hanover. Ja, das war natürlich ein Tritt in die Leiste hier, die Nummer. Speed Limit wäre ja nur... Ein Tipp, wenn du nicht auf USA gekommen bist. Ach so, ja. Höchstwahrscheinlich eher Miles ist als km/h. Also kann natürlich auch 35 km/h sein, aber das ist... Ich dachte, du meinst es so ein bisschen andersrum, weil es so klar war, dass es Amerika ist, dass du da mir sagen wolltest, es ist eher in England, aber... Ach so, nee, ich bin keine fiese Möpke. Okay, next round, meine letzte. Das, da war ich doch gerade schon mal. Ne? Afrika. Und? Ha! Was? Geil, Leute! Was war denn? Das da ist eine Stange. Wir sehen das gerade. Achso, ihr seht es noch gar nicht. Hier ist eine Stange. Das heißt, es kann nur Kenia. Scheiße, es kann nur Kenia oder Senegal sein. Wegen der Stange? Warum? Weil bei denen, bei Google, so eine, bei den Google-Autos ist so eine Stange auf dem Auto. Das gibt es nur in Afrika, nur in diesen beiden Ländern. Das hast du doch irgendwo im Forum gelesen, ja? Bei Pro-Tipps für Geogesser. Nee, bei unseren Leuten, unsere fantastischen Zuschauer. Alter, das ist ja fantastisch. Also Kenia oder hoffentlich was ganz... Oder Senegal, das wäre natürlich schon nochmal ein Riesensprung. Und jetzt... warum nur da? Ist die scheiß Sonne. Oh nein, die ist oben. Die Nummer, ey, gib's einfach auf. Lass es gehen. Lass es gehen, Lars. Okay. So, aber dann gab es natürlich noch einen Tipp und ich weiß es nicht mehr. Und zwar ist... Ist es Rechts- oder Linksverkehr? Scheiße. Es gab dann noch einen letzten guten Tipp. Aber vielleicht steht ja noch... Kenia-Tours drauf. Oder ja. So. Irgendwas verdammt. Auf dem Auto da. Guck mal, da steht doch schon irgendwie... Hier. Man Dark Kenia-Tour. Nee, steht nicht. Willst du mich verkackeiern? Ah, Bantama. Ist geil, wenn es jetzt halt komplett falsch ist, ich ihn wieder irgendeinen Quatsch gelernt habe. Du bist der Sonne einfach komplett, stimmt einfach komplett nicht. Ich werde mal im Internet so ein paar Random Facts droppen, die einfach nicht stimmen. ausschließlich in Rumänien haben die Autos 4 Reifen. Ich würde es so verglauben. Ist es nicht so, weil die Sonne so super im Zenit steht, dass wir uns am Äquator befinden und deswegen ist Kenia richtig? Ich habe keine Ahnung, weil lass mich nach Hause gehen. Aber die steht doch nicht immer im Zenit. Naja, aber supermäßig im Zenit steht die ja nur am Äquator, ne? Und in St. Petersburg. Ja, das sind die einzigen beiden Flecken. Ich glaube, du hast den Gag nicht verstanden, weil du kein Fußballfan bist. Lass mich in Ruhe. Church of... Nee. Aber das sind doch Stangen, oder? Jetzt fängst du an der Basis an. Ja, normal ist da Fragen. Nein, Internet! Doch nicht. Ah nee, End of Road. 35 gleich noch. Ja, du dickes Ei. Ziemlich dick, ne?
15? Ach, da war ich ja vorhin schon. Das ist hier in diesen... 4800 Punkte. Samburu. Tavo West. Hier ist es. Nein, es ist... Ghana. Noch schneller als ich. Strike. Was ist jetzt passiert? Ist es Ghana gewesen und Kenia? Oder habe ich wieder irgendeinen Quatsch gemacht? Na egal. Oh Gott, 400 Punkte. Ich schäme mich so sehr. Nächste Runde. Zu Recht, weil wie du siehst, es ist auch echt richtig weit unten in diesem Balken. Du hättest mehr haben können, Punkte. Das ist ist eindeutig, wird das durch diesen Balken nochmal, ne? Hast recht. Ja, ja. Okay, meine letzte Runde ist beendet. Dann mache ich. Ich bin unterwegs. Oh, ich bin wieder in der Pampa. Ich muss das recherchieren jetzt nochmal. Sack Highway 616. Okay, Highway auf jeden Fall USA, oder? Auch dieser also Truck. Also Pickups fahren auch nur in der Mitte. Ja. Irgendwie zentral USA. Und so weit. Oh. Wie? Ich bin auf jeden Fall schon mal in den USA. Wie sehen die Bäume aus? Ja, also auf jeden Fall Nadelgehölz. Silos. Ohne Stange. Kann eigentlich nur Nairobi sein. Ach Mann, ey. Haben wir hier irgendwie Küste oder so? Nee. Eher so die Kornkammer der Vereinigten Staaten. Bin näher ran. Einen noch, komm. Peters Lake View Farm. Lakeview. Und Berries. Irgendwelche komischen Berries. Kanada. Ist das eine kanadische Flagge? Ah, oder? Ja. Nee, ne? Doch, warte mal. Doch, da hinten ist doch auch nochmal. Ja, über ja, der, das ist Kanada. Nice. Kanada. Aber wo? Lakeview. Wo in Kanada? Groß. Jetzt finde ich natürlich nicht mehr den Tipp von... Kanada ist so kacke groß, Leute. Braucht mal irgend mehr Informationen. Highway 616. Ich würde da auch die Straße oben runtergehen, bis man irgendwelche Schilder noch sieht oder so, ne? 616 finden in so einem Riesenland ist auch nicht leicht. Nee. Aber man kann ja mal Glück haben. Ich guck erstmal, ob ich noch weitere. Was ist das denn, ja? Hä? Was hast du gesehen? Na, da steht dieses Saskatoon, da wo du ungefähr warst auf der Karte. Highway 616. Und ich glaube, das habe ich gelesen vielleicht. Ist da gar nicht so falsch, wo du jetzt gerade drauf blickst. Ah, natürlich. Schön. Das kann natürlich alles irgendwie. Lakeview. Geil. Highway 616. Aber das ist. Also ist das hier. Soll das ein fucking Highway sein, ey? Was ist denn der Lowway? Noch 30 Sekunden. Das ist ja einfach wirklich einfach wieder gar nichts. Pipestone Berry Farm. Das könnte. I don't know. Zenit St. Petersburg? Hey, was habe ich da? 616? 616. Wie viele Sekunden? 10? 16, 10. Scheiß sie an dann, ey. Scheiß sie an. Come on. Also, ich bleib mal so ein bisschen hier in ja. Edmonton. Bleib mal bei Saskatoon. Kanada ist. Oh, yes. Stark, Alter. Für nice. Kanada 55 Kilometer. Mega sick. Ja. Also Kanada mindestens 100 Kilometer. Das ist die 616. Und dann, ja, genau. Stark. Das ist die 616. Einfach stark. Ist da denn noch irgendwo Saskatoon? Ich weiß gar nicht, wo ich das gerade in meinem. Ich weiß, was du gesehen hattest. Das war ein Stück weiter rechts, glaube ich, was du gesehen hattest. Ja, okay. Ich muss aufhören, so fähige okay, Leute. Da, da kann aber auch Quatsch sein. Saskatoon. Hast du nicht vorhin auf ein Auto drauf geguckt oder so? Naja, ah, halt die Runde davor gewesen sein. Manchmal ist das Gehirn ja einfach auch ein bisschen passiert. Dumm. Das mir passiert. Vor allem. Das ja. passiert. Dumme Gehirn. Ich möchte nochmal kurz aufklären, für, weil wir ja alle auch dazulernen wollen. Tatsächlich, wenn du diese Stange auf dem Auto siehst und bist in Afrika, sind es drei Staaten. Senegal, Ghana oder Kenia. Und dann musst du gucken, also ich hatte ja nur Senegal und Kenia gesagt, dann musst du gucken, ist es Französisch, dann bist du in Senegal. Ist es Rechtsverkehr, dann ist es in Ghana und es ist Linksverkehr in Kenia. Ich habe da gesehen, dass Rechtsverkehr ist. Das heißt, ich hätte wissen müssen, dass es in Ghana ist. Mm. So kann man das sich erschließen. Aber man muss halt ein bisschen besser üben.
Tipps muss man sich ja auch merken, tatsächlich. Oder aufschreiben. Ja, das stimmt. Ich muss hier wirklich mal alles machen. Also, ich habe, wir können alle die Bildschirme nochmal sehen, wenn du View Summary machst. Könnt ihr nochmal die letzten Punkte, die Gesamtpunktzahl, die Regie notieren. Ich glaube tatsächlich, ich bin letzter, oder? Ich habe 12.700. Echt? Ja. Ich habe auch keine 20.000, ey. Ich auch nicht. Was hast denn du? Okay, 19,5 oder was? Ja, was hast du? Sicker Typ, 17,5 hat er. Krass. So gut warst du? Ey, die letzte Runde hat er gekillt, der junge Mann, ne? Scheiße, wieso sage ich dem Taiwan? Ich dachte, der ist so weit hinten, dann kann ich aber Taiwan sagen. Ja, okay. Okay, cool. Können wir jetzt aufhören? Können wir die Sendung abmoderieren? Weil jetzt leider in diesem Moment wäre ich kriegreich. So, und jetzt kommen wir in diesem Moment nämlich zu unseren lieben Freunden aus der Community, die uns Sachen gebastelt haben. Einmal haben wir eine Urban World Map, die werden wir aber erst im dritten und letzten im Finale spielen. Wir haben aber auch von der guten Dutch Lucy eine Map, die sich in Deutschland befindet, also deutsche Stellen ausgesucht hat. Das haben wir letztes Mal auch schon gemacht mit einer anderen Map. Das war richtig doof, weil man da wenig erkennen konnte, wenn man sich nicht bewegen konnte. Gut auskennt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Schaut mal bitte, ob ihr das oben findet. Gebt mal ein Städte Deutschland. Städte, erster. Wenn nicht, ihr seid ja auch in Städte Deutschland und dann Bindestrich German Cities. Und ja, da ist es schon, Nils. Genau das von Dead Lucy. Ja. Dann machen wir Play jetzt. Dann machen wir auf eine Minute runter und wir dürfen uns nicht bewegen. Also dieses Moving Allowed Alright. Deswegen heißt, wir dürfen uns natürlich umdrehen und zoomen und so weiter. Das ist aber sick, tatsächlich. Aber machen wir das? Ist man irgendwo in einer Kreuzung oder so rauskommt? Also der Transparenz halber, ich habe natürlich das Spiel schon einmal gespielt, die Map. Es gibt aber über, warte mal, wie viele? Weil ich musste natürlich gucken, ob sie kompletten Crap zusammen gemacht hat. 129 Locations. Hier sieht man auch, meine letzte Punktzahl waren 18.900, also auch nicht die 20.000. geknackt, wenn ihr hier diese so 130 Location hat, die Lucy zusammengesucht, hammermäßig, könnt ihr alle liken und auch folgen. Okay, Homeboys. Und es ist wirklich relativ einfach, sag ich jetzt mal. Man kann das hinkriegen, ohne sich zu bewegen. Ben, willst du anfangen? Ach so, geht's los, oder was? Ja. Also nicht okay, zeitgleich, ne? 2, 1, nee. Los geht's. Zeitgleich dann im Finale. Okay, U-Bahn gibt's schon mal. Das ist doch was. U-Bahn. Eine Minute ist sehr schnell vorbei. Oh Gott. Das ist knapp. Ohne bewegen. Aber immerhin, ey, Straßenschild und U-Bahn und. Also jetzt mit bewegen ist es fast zu einfach, die Map. Und ohne bewegen ist es mal einfach, halb. Mal halb einfach. Ja. Ich kriege hier leider keine Indizien, außer dass es eine U-Bahn wohl gibt. Und dass du in Deutschland dich befindest, das solltest du auch noch wissen. Und dass es einen Springbrunnen gibt. Es gibt Kirchen und Springbrunnen. Das, ja, also noch 20 Sekunden. Gott, ist das brutal. Das ist brutal, ja. Ich sage jetzt erstmal da unten so. Aber hier sind gar keine Berge, das ist auch totaler Quatsch. In Stuttgart City sind auch keine Berge. Doch, sind sie drumherum. Aber nicht in der City, die sind alle abgetragen worden, damit gar keine Ahnung. Die da leben können. Jesus! Gott, du hast doch gerade eine Deutschlandtour gemacht, Ben. Du hast doch alles gesehen. Ja, aber hier war ich offensichtlich nicht. Ah, Frankfurt. Ich wollte sogar noch da oben drauf drücken. Mein Cursor ist da drüber gewesen. Da warst du sogar Scheiße, in deiner. Das ist ja fast so peinlich wie deine Nummer eben. Aber jetzt nicht peinlich. Das war halt einfach. Schlecht. Was sollst du machen? Also, du siehst am Balken da auch, da wäre mehr gegangen, ne? Ja, danke. Also dann. Danke für den Hinweis. Ich wieder, ne? Achso, ja, mach. Du musst übrigens noch Moving Allowed wegklicken gleich. Oh. Damit es da nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. So, ich mach und los. Ah. Oh, das ist einfach. Das ist in Magdeburg. Das ist tatsächlich einfach. Weißt du warum? Weil das ist das Hundertwassergebäude. In Magdeburg. Es gibt natürlich mehrere Hundertwassergebäude. Ja, aber das ist das Hundertwassergebäude. Gut, dass ich schon da war. Wie ein kleines Schweinchen war ich schon da. Ja, schöne Scheiße. Tja, aber wo ist das? Das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist sicherlich in der Altstadt. Ist das sicherlich hier irgendwo. Oben. Ist das überhaupt das Hundertwassergebäude? Ja, ja. Ich glaube nämlich auch. Auf jeden Fall. Es sieht aus wie der Uelzner Bahnhof, also ja. Da bin ich immer vorbeigefahren früher. Uelzner Bahnhof? Mhm. Ständig bin ich da. Immer umsteigen auf dem Weg zu meinen Eltern. Wow, wo wohnen die denn hinten? Der Hundertwasserbahnhof in Uelzen. Der ist nicht weit weg tatsächlich.
Und Nülsen war auch mein liebster Gameshop früher, bis ich natürlich weggezogen bin. Da bin ich immer hingefahren, um Games zu kaufen. Lars, Alter. Aber das ist, wenn du weißt, in welcher Stadt bist, dann kriegst du natürlich immer so viele Punkte. Da ist das Wunderwasserhaus, ich sag's dir. Da steht's, ja. Ja, hast du leider nicht ganz gefunden. Nee, aber gut. Ah, scheiße. Jens, bitteschön. Geil! Oh! Warum kriegt ihr denn immer Städte-Panorama? Haben die auch ein Google-Flugzeug oder wie läuft das? Ey, wieso lädt der nicht? Das ist dann mit so einer 360-Grad-Kamera. Okay, das ist auf jeden Fall irgendwie im Süddeutschland, oder? Oder irgendwie. Hast du es direkt? Ist das München oder was ist das hier mit diesem. Mein O? Das war. Nee, das hier. Ah, ich habe ja so wenig Zeit! Ja, genau. Ist vorbei jetzt schon. Scheiße! 20 Sekunden. Wo ist das? Wo, diese Brücke da, was ist das? Augsburg, München? Ich kenne die Brücke! Scheiße! Wo ist das nochmal? Irgendwas Ulm oder so? What the fuck? Wo ist das? Das. Warte mal! What the fuck? Ich kenne doch diese fucking Brücke. Wo war das noch? Du bist da gar nicht so falsch, glaube ich. Würzburg. 1000 Punkte nur. Das war schlecht. Apropos, ich mach mal, ja? Ja. War ja nicht so gut. Hättet ihr das gewusst? Ich habe erst gedacht Heidelberg und dann habe ich das Schloss aber gesehen. Das sah nicht aus wie das Heidelberger und dann habe ich auch tatsächlich Würzburg, weil ich da auch schon war an dem Schloss. Oh, das ist einfach. Immer schön die anderen schlecht aussehen lassen. Das ist 100 Wasserhaus da. Ja gut, Ben hat natürlich jetzt gerade nicht so Glück. Haus der 6 Drachen. Dran. Jesus, ja danke. Komm weiter, weiter, du hast nicht viel Zeit. Ja, was soll ich denn hier noch gucken? Das ist doch cool sein. Die Nummer. Nein. Da hier, steht's doch. Nee. Das ist das da große, doch, nee. Geile Karussell. Hurra. Kinder haben Spaß. Aber das ist doch, guck mal, das ist auf jeden Fall eine etwas kleinere Stadt. Da ist irgendwas. Ja, das ist jetzt schon. Es sind halt Berge in der Nähe, was soll ich machen? Das ist wahrscheinlich hier unten irgendwo. Jetzt hast du wahrscheinlich 4000 Punkte, weil du irgendwie random richtig getippt hast, ey. Das sieht doch aus wie so eine ganz kleine, idyllische Wintergarten. Ja, das sieht aus wie im Heidepark im Bayerndorf. Ne? Wahrscheinlich ist es der Europapark. Das sieht wirklich so aus. Einer, ey. Köln. 73 Punkte. Jetzt geh mal näher ran, jetzt will ich wissen, wo das genau. Geh mal ganz nah ran, du Schweinchen. Das ist wirklich Phantasialand. Exakt so ist es. Ey, es ist wirklich im Phantasialand. Es ist wirklich das Phantasialand. Und ich hab noch gedacht, das sieht aus wie in einem fucking Freizeitpark. Ja, ich dachte das auch. Das hätte ich ja nicht gesagt, aber. Aber das ist ein guter Punkt. Das ist echt lustig. Ja, geil. Naja, hätte man natürlich sehen können. Haus der 6 Drachen. Okay. Ja, das klingt auch wirklich schon so. Kolossos, wo ist der Kolossos? Next round. Okay. Kann man sagen. Nö. Was ist das denn? Dubai? Das ist ja wirklich einfach. Jesus. Da steht's doch. Immer Frankfurt, Puff checken. Ja, aber das ist wirklich einfach. Das ist ja wirklich Frankfurt. Wieso? Aber wo ist es der Haupt. Ist es. Ist doch Frankfurt, oder? Ja. Ja, klar. Natürlich, wo soll es denn sonst sein? Schweinchen. Hier, West End. Mit Blick auf. Es ist der. Da unten steht dieser Mann. Festhalle. Ne? Na gut. Marriott Festhalle, da ist es. Es ist ja so lächerlich, dass er. Ist so der Messeturm, in dem du steckst, oder was ist das? Steckst im Messeturm drin, oder? Das ist der Merkurbrunnen, ihr Lieben, und dann bin ich hier im. Nee, das Marriott ist wahrscheinlich das hier. Oh nein, gegenüber. Ich sag doch Messeturm. Warum glaubst du denn nicht? Ich bin hier in dieser. Ja, das, Lage ist, drin. Das ist der Messeturm. Hier drin in dem. Ja? Ach, klar, sie schmeckt Schnasenstein, ey. Lecky. Okay. Ah, das ist aber jetzt, auch. Ich muss aber auch rankommen jetzt, ey. Ja, du bist jetzt schon längst vorbei. Rechtsanwälte kann man nicht lesen. Alter, und ich krieg hier so eine Kackgasse, oder was? Es gibt in jeder Stadt eine fucking Einhorn-Apotheke. Oh, das ist doch super eindeutig. I can tell you what it is. Yes? Ernsthaft? Yes, I can. Sieht ein bisschen aus wie Pferden an der Aller, wo Marc Lehmann herkommt. Alter, ich habe keine Ahnung. Soll ich dir irgendwelche Tipps geben oder so?
Ja, also. Das ist die älteste deutsche Stadt, das weiß ich. Aachen? Spinnst du sowas zu sagen? Nee, ich weiß es aber. Ja, aber es gibt ja dann nur eine Stadt, die das ist. Wenn man einigermaßen belesen ist, weiß man das doch. Ja, ist das aber Nils doch jetzt. Aachen oder Ulm oder so ein Shit ist das. Aachen ist doch direkt an der. Warte mal. Ich will dich jetzt auch nicht auf die falsche Spur locken, ne? Wie viele Sekunden habe ich noch? Der ist komplett auf dem Holzweg. 10 Sekunden, 7 Sekunden, mach irgendwas. Aachen, ich geh mal nach Aachen. Puh. Das ist nämlich die Porta Nigra in Trier. Ah, Trier, natürlich! Also ich hab's nicht gewusst, aber als du älteste Stadt gesagt hast, natürlich. Trier, ja, du hast völlig recht. Ich war bei Aachen irgendwie, weil die Römer da waren und da, irgendwie haben die nicht. War da auch Karl der Große und so, das war alles in Aachen. Die waren alle in Aachen, ja. Alle waren in Aachen da, das war damals zu schlecht zu Bierachen. Die Römer sind nach Aachen gegangen und haben da irgendwie gebaut und. Ja, aber es nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Gut, Ben. Oh Gott, du hast eine fucking Skyline gehabt. Du hast die Porta Nigra gehabt, Alter. Ja, hier. Ja, Leute. Da steht sogar drauf, wo du bist. In Röbel, Müritz, Malchow. Ach du Scheiße. Eldenholz, Malchow, das ist doch irgendwo Osten oder so. Röbel, Müritz. Müritz. Oder? Gott. So, ja. Ich will doch jetzt schon wieder aufgeben. 37 Sekunden. Danke, Mann. Gerne, Bro. Röbel und Müritz, Malchow. Das klingt aber wirklich nach Osten. Malchow klingt so ein bisschen, ja, auch, ja, wie so ein MDR-Tatort-Kommissar. Herr Malchow. Herr Malchow, Eldenholz. Ihr seid völlig auf dem Holzweg, wie man so schön sagt. Du weißt es, oder was? Ja, ich weiß zumindest, wo Malchow und Müritz ist. Ach, du weißt gar nichts, dass ein Bautzen da oder Senf herkommt. Beliebter Urlaubsziel. Ja, in Deutschen in diesem Jahr. Bautzen. Bautzen! Wir wollen ein Senfmuseum da. Der Ostsee oder was? Seenplatte. Ja, Mecklenburgische Seenplatte. Ah, okay. Das ist richtig wack. Da ist ja gar nichts zu sehen farblich da an dem Balken. Überhaupt. Das war genau wie in der Runde davor und in der Runde davor. Wenn man nicht gerade weiß, weil ich finde, ja. Ben, ich muss dich in Schutz nehmen. Also es war nach meinem. Hier gerade das zweitschwierigste. Ich krieg ja auch nur Müll. Ich werde im Wald rausgelassen. Ihr kriegt immer irgendwelche geilen Skylines. So, ich gucke mir jetzt erstmal den Alexanderplatz an. Okay, next round. Bitteschön. Alexanderplatz, komm schon. Okay, dieser Kirchturm, den kenne ich. Das sieht aus wie der Start von Italy, von Counter-Strike. Ja, das ist der Christenhof. Bubble Tea gibt's da. Ja. Wo gibt's denn heute noch? Nee, Bubble wieder Tea. Ist die Frage. Bubble Tea kommt wieder in Mode. Der Waldspeicher, Lange Brücke. Genau wie die Musik der Prinzen. Fischmarkt, Rathaus. Wenn es einen Fischmarkt gibt und hier so ein Turm ist, dann ist der das große doch. Fisch. Da wurden die ihm aufgehängt, früher die langen Aale. Trocknen, ja, die Aale, die 9 Meter langen Aale wurden da runtergehangen. Damals waren die noch so groß. Frisch und frei. Natur pur. Das bunte Glück. Also wo gibt's denn eine Straßenbahn? Das sind der Klassen erbaut um 14, meine Güte. Ja, das kann ja nur ein Trier sein. Wilroude, das klingt doch wieder hier nach irgendwie so. Ich klingt das ganz eindeutig nach was anderem. Ja? Mhm. Wollte auch nur dieselbe Verunsicherung machen wie du gerade. Das sieht man an der Topfpflanze da oben. Ich finde, das klingt nach Harz, by the way. Nach Erfurt. Erfurt, okay. Oh, ja, ist ja Harz. Lars. Mhm. Harz ist noch weiter im Norden. Ich merke, ich muss in diesem Deutschland-Quiz, ich muss ein bisschen mich mehr mit der Heimat auseinandersetzen. Also meine Hinweise waren nur dieses die Fachwerkhäuser und das ist so alt. Ja, und das sieht halt so ein bisschen nach Mitteldeutschland aus, also so Weimar oder so. Ja. Ist ja gebaut. Ich finde, man sieht das immer auch mal, wenn das so relativ alles renoviert wurde. Also, da merkt man immer, okay, alles klar, das ist der Besen, der da nach 1990 so ein bisschen durchgefegt wurde. Ja. Okay, da bin ich dran, ne? Ja. Ja. Auf zu pupsen. Oh, warte. Oh, Mann. Ist das Hamburg? Leute. Welcher ist das? Berlin? Hamburg? Leute. Warte. Scheiße, ist das Hamburg? Leute. Du sagst Rheinufer, das ist ja Köln. Also, wenn nur weil du Düsseldorf. Deutschland Düsseldorf. Freak bist. Es ist fucking Düsseldorf. Der Fernsehturm in Düsseldorf. Ich will einfach nur, enorm missgünstig sein, weil ich so mega am Abkacken bin. Das ist meine Rolle gerade. Warte mal. Fühlst du gut aus. Aber. Er will jetzt nichts sagen, um irgendwie in die falsche Richtung zu lotsen hier. Aber glaubst du, er ist völlig falsch?
Nee. Was laberst du denn? Das ist eine... Ja, wo? Überleg gerade. Wer bist denn du? Warte mal, da ist... 2 Sekunden hast du noch. Ah, scheiße, scheiße. Ist ja gar nichts mehr jetzt noch zu überlegen. Oi. Hammer. 1 Kilometer nur. Hammer, Hammer. Das ist stark. Ja, und du hast es auch an diesem Turm erkannt, Fernsehturm-Dingsbums Düsseldorf? Nee, also ich muss echt sagen, ich hätte gedacht, dass es Köln wäre, weil ich ein bisschen ein Idiot bin. Bist ja echt. Und ich dachte, dieser Turm ist Köln. Dummer Idiot. Du Scheiße. Und dann sagt er. Aber Köln und Düsseldorf sind in so einem Nachbarn. Das ist dieselbe Dörfer, Stadt, oder nicht? Eigentlich ein, schon. Einfach unterschiedliche Sprache, aber selben Ort. Ja, gut, immerhin eine halbwegs. Ah, stark, ja. Coole. Ben? Ja, ich freue mich drauf. Leute! Oh, guck mal da. Ach, schön. Das ist doch hier die Dingskirche. Wie heißt denn nochmal die Damenkirche, die Frauenkirche oder so? Sind wir auch in München hier, oder nicht? Das ist ja schon unangenehm, was du hier machst. Das ist doch auf jeden Fall München. Oder Dresden? Keiner weiß es. Ja, Jesus, ich hätte jetzt... Zeig mal. Jesus, Nazareth. Der Kollege ist... Der Doppelturm, das ist Billo Schmillo, komm. Ja, es ist Billo Schmillo, aber ja. Stehe ich gerade auf dem Schlauch, wenn ich sage München, weil ich kann auch Dresden sein. Wo ist denn die scheiß Frauenkirche? Das ist doch die Frauenkirche. Jetzt bin ich komplett verunsichert. Ja, okay, sorry, München ist es nicht, jetzt, weil auch keine Berge da sind, deswegen muss es Dresden sein. Ab jetzt gibt es kein Mitleid mehr. Drück da jetzt drauf. Oh, das ist doch München und er hat mich gerade mürbe gemacht. Dann bin ich stinkwütend und ich gehe sofort raus. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin mega am Chillen hier. Hast du mal Lindenstraße gesehen oder wie das hieß? Ach komm, geht euch doch beide weg. Ich habe das sofort gesagt, dass es München ist. Von der Lindenstraße? Yes. Ich hab das München. Es hat doch keiner was gesagt. Dresden gibt's doch auch so einen beknackten Turm. Ja, ich war Turm, genau in der gleichen Verwirrung wie Dresden. Du. Dresden. Auch entweder Dresden oder München, aber dann habe ich die ganzen anderen Riesengebäude gesehen und dann stand da noch Volta Pinger oder sowas Münchnerisches. Ja, natürlich ist München. Das war doch mein erster Gedanke. Schade drum. Ist es denn auch die Frauenkirche wenigstens gewesen? Nee, aber die ist ja dann in Dresden. Okay. Wie sieht denn die Frauenkirche aus? Wollen wir das noch abwarten? Ja, soll ja Kenny Potter Nigra, aber okay, die Frauenkirche hat nur einen Zipfel. Ironischerweise müsste sie falsch gesehen ja 2 haben. Sauber. Na gut. Ich mache meine vorletzte, oder? Ja, vorletzte Runde und ich bin genau hier am großen Denkmal von Deutschland. Das ist auf jeden Fall hier so eine bayerische Sache. Ach, da hängt schon original ein bayerische. Und da, alles klar. Der Kollege. Ja, guck mal. Naja, es könnte irgendwie so... Ja, ja. Hast du diese Gondel über den Fluss? Könnte was Schönes sein, ne? Könnte eine wunderschöne Stadt sein in Augsburg oder so. Aber wir haben auf jeden Fall... wir haben auf jeden Fall ein Problem gerade, Leute. Wir haben ein Problem. Warum? Weil ich nicht weiß, wo ich bin. Ich weiß es nicht. Bamberg oder so? Ist es Bamberg oder Augsburg? Oder irgendwas anderes? Ist das nicht eine Burg da oben? Oder? Du hast noch 2 Sekunden. Das ist wenig. Es ist Koblenz. Ja, das sieht man noch. Natürlich war das Koblenz. Da, wo diese 2 Flüsse... Wo diese Flüsse, die Koblenz und die Lenz, wo die zusammenfließen. Scheiße. Es ist Koblenz. Ja. Rein und die in der Palz. Zusammen. Ja. Die heiraten dort. Die Flussheirat wird auch von Valery Smolensk, der hat dieses Lied da. Und wie, der, wer steht da nochmal? Die, diese Figur? St. Brigitte. Nee, das ist St. Brigitte. Das ist das Mahnmal der deutschen Einheit. Da steht. Weiß nicht. Ben, ja, schade. Was, ne, wer ist dran? Ich bin dran. Du bist dran, ja. Koblenz! So, weiter geht's. Schade, Lars. Wie heißt denn nochmal die. Naja, nee, scheiß da und drauf. Oh Gott. Wohnkeller, Pharmacy? Und die ist mal sowas von nicht geblurrt, die Dame. Sparkasse? Bremen! Ach du Scheiß, aber wo ist Bremen? Also Simon hat letztes Mal ein bisschen gestruggelt, wo Köln liegt. Also ein paar Sekunden zu lang gebraucht. Gibt ja auch viele Städte in Deutschland. Mitte. Dom. Wo, Altstadt. Sieht ein bisschen altstadtig aus. Warte mal. Marktplatz, Rathaus. Ey, wo ist das fucking Rathaus? Come on, baby, light my fire. Wie viel hab ich noch? Wo ist das Rathaus? 14.
10. Gleich ist alles vorbei. Arthouse. Scheiße, wo ist das fucking Arthouse? Hol's dir. Ah, knapp. Du warst nur 200 Meter entfernt. 200 Meter! Das heißt, du warst instinktiv richtig beim Rathaus. Mhm. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt die Chance, insgesamt noch auf über 1000 Punkte zu kommen. Das ist ja richtig mies, deine Runde. Hallo. Ach du Scheiße. Welcome to my world. Das ist natürlich jetzt super einfach. Nee. Guck mal, komm bitte, gib mir da einen Namen. Das ist richtig. Neues einfach. Theater. Ah, das ist Puppentheater. Freie Theater, Puppentheater, Puppentheater. Dann denke ich an die Augsburger Puppenkiste. Kann ja eigentlich nicht anders sein. Koblenz! Ich hatte eine Kommilitonin aus Koblenz und da hast du wirklich kein Wort verstanden, weil die so stark. Puppen gibt's doch überall. Kupfelsisch gesprochen. Quatsch. Warum machen Leute? Felsisch. Tippen wir es mir hier auf. Augen. Ah, da ist der Löwe. Ich komme aus Koblenz. Ja, Löwen gibt's auch überall. Das ist auch so ein Quatsch. So, wie ich sagen, Braunschweig ist die Löwenstadt, in Lübeck war der Typ auch. Ja. Der Löwenmann. Bautzener Löwensenf. Stimmt, das ist Bautzen, endlich. Ja, mein Puppentheater, ich habe keinen Plan. Das muss doch sein. Es gibt doch nicht so ein riesiges. Naja, es gibt schon Gebäude. Wirklich viele Puppentheater. Nee, tatsächlich. Doch nicht so groß. Doch, doch, doch. Wieso hast du eigentlich irgendwas gedrückt? Oh Gott, ich bin ja wieder richtig schön. Natürlich in Halle, das hätte ich dir ja gleich sagen können. Oh. Wo soll es sonst so ein Puppentheater geben? Ja, schade, ich bin leider nicht ganz auf über 1000 Punkte diese Runde gekommen. Ja, ey, also Geobattle, sag ich ja immer gern, ist ein Marathon. Du musst halt von vorne bis hinten. Gut, next round, meine letzte. Jesus. Oh, hast du ein Glück? Das glaubt nicht. Ja, das ist wirklich billig. Komm. Freiburg. Das ist wirklich billig, das hat man gesehen. Das habe ich nicht gewusst. An dem Schriftzug. Freiburg sein. Ja, was gibt's noch? Freiburg. Freiburg. Ich wusste Freiburg, kurz wirklich nicht, wo Freiburg liegt. Und das ist ja richtig unangenehm als Süddeutscher. Konzertsaal. Ja, scheiße, das sind ja fast 5000 Punkte, die du jetzt hier kriegst. Das stimmt, ja. Natürlich nicht so schlecht. Schwabentor, Freiburger Münster, Konzerthaus. Uniklinikum. Es ist ja nicht so groß, werde ich auch jetzt noch finden. Das Wasserschlössle. Schönste Land in Deutschlands Auen. Das ist das Badnerland. Badnerland! Tja, dann ist es halt. Hier, Konzerthaus. Ach, Alter, 5000 Punkte incoming. There you go. Lars, ey. Peace out. Sehr, sehr. Mind. Just follow your grind. Always be on top of your goals. On top of your hose? Ja. Hast du gerade gesagt, always be on top of your hose? Yes. Remember that. Okay, ich glaube, du hast auch noch eine Runde, oder? Achso, ja. Play next round. Das war so mega peinlich. Alter, das ist der fucking Legoland. Tja, aber wo ist es? Du bist doch der Größte. Also, das ist ja für Nils jetzt Legoland. Stäbchen. Ja, es wird nicht Braunschweig sein. Alter, ernsthaft. Kneipotheke. Wo ist denn hier ein Legoland? Das sieht ja schon auch nach dem Schifffahrtsgewerbe aus. Vielleicht ja, das ist irgendwo im Norden oder so, aber Rostock oder so, so ein Shit. Gibt's nicht nur ein Legoland in Deutschland? Das Legoland? Nee. Ich hab's Legoland? Es gibt doch das Legoland, oder? Ich dachte, das wäre nur reguläre Promenade. Das ist wahrscheinlich, guck mal, da sind so Camper, also irgendwas an der See, Ostsee oder so ein Shit. Aber auch Heu und so, das ist halt auch schon irgendwie Whisky. Ich dachte, das ist wie so der Europapark, dass es auch Legoland gibt. Das ist auch so. Ich habe keine Ahnung, Piraten. Ich kenne das nicht. Tu mal ran. 6 Punkte. Das What ist ja unterirdisch. The fuck? Fast gar nichts. Okay, Leute, hätte es irgendwer von euch. Günzburg, na klar. Legoland, da ist es. Da ist es, Legoland! Ich wusste halt nicht, wo das ist. Ja, ich dachte, Günzburg. Wenn es einer von uns weiß, dann du, wo Legoland liegt. Ich meine, es macht Sinn, dass es nicht im Norden ist, wo Dänemark um Ecke ist. Naja. Ey, ich habe keine Ahnung. Kötz und Günzburg. Aber da, sorry, aber da hätte ich auch keine Ahnung. Muss man wissen. Also muss man nicht wissen, aber wäre geil gewesen. So, die Summary wieder anzeigen. Damit habe ich es richtig verkackt, Lars, ey. Was hast du? 18.000. Boah, Lars. 1273. Was? Sweet Jesus, das ist so phänomenaler historischer Tiefstwert. Oh, das ist natürlich richtig gemein. 12.405. Was hast du? 18.000? 18.000. Oh, nicht schlecht, Lars. Hast du damit die Führung gekrallt? Ich weiß nicht, sollen wir schon mal. Oh, wir können schon mal.
Nee. Nee, wir machen noch, oder? Das kann man auch nicht ausrechnen. Du musst Jörg, ja, du hast die Führung. Du führst, was hattest du? 17? Also führst du knapp 4.000 oder sowas. Momentan sieht es ganz gut aus für mich. Aber es kommt ja jetzt noch das nächste. Und bevor wir ins Finale gehen, machen wir eine ganz kurze Werbepause, damit wir hier alles einstellen können. Und dann sind wir hier mit Top-Geogesser und Geo-Battle-Unterhaltung zurück. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Geo-Battle mit Nils, Ben und mir. Ich bin Lars, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ben hat eigentlich vorgelegt, hat jetzt aber eine miserable zweite Runde hingelegt. Ja, desaströs ist das richtige Wort. Benny, Ben, McBenstein. Wenn ihr da draußen, wir versuchen jetzt mal was, ich weiß nicht, wir haben es noch nicht ausprobiert, geht mal ins Forum alle, ins Rocket Beans Forum, wenn ihr jetzt mitspielen wollt und mitraten wollt bei Geo-Battle, dann könnt ihr ins Forum gehen. Ich habe da den Link reingepostet. Schau mal ganz unten, ob da der Link erscheint. Und ja. Warte mal, habe ich schon gepostet? Ja, habe ich. Ja. Ich bin bei Lars, you will be warte, Ben, du hast auch drauf geklickt? Ja. Ich bin hier vor dem grünen Start-Game-Button. Gut, was jetzt gleich passieren wird, Leute. Eine Minute Zeit. Ja. Es ist ein Urban World, ein relativ einfaches. Also wir kommen irgendwo in einer Stadt, Großstadt oder Kleinstadt raus. Bisher, ich habe auch eine Runde gespielt und es waren eigentlich immer relativ einfache Städte. Die wird simultan auch wieder jetzt gespielt, oder? Die spielen wir simultan. Oh. Eine Minute Zeit. Und eventuell sogar simultan mit ein paar anderen Leuten aus dem Forum noch. Ich glaube, man kann auch auf den Link klicken, wenn man nicht im Forum ist. Deswegen können wir noch ganz kurz warten und vielleicht, wir geben den Leuten mal noch ein, zwei Minuten oder eine Minute. Nils, wie läuft es bisher bei dir? Ja, also ich bin einigermaßen zufrieden. Da waren jetzt, dass ich da die Ulm, Trier, das war ja, jetzt muss ich sagen, das war natürlich, aber diese Legoland-Geschichte, das empfinde ich im Prinzip als maßlose Verarsche. Ja. Einige Leute. Wunder, gibt's, ist es nicht in deiner Welt, groß Legoland mal zu sehen? Gützwürz? Ein kleiner Gützwürz. Zwischen Kötz und. Also, was glaubst du, dass ich mit meinem Sohn dahin fahre oder was? Dass ich mich ins Auto setze und nach Gürz schmürze, 800 Kilometer, damit er in dieses kleine 10 Quadratmeter große Kackareal. Ey, das Legoland ist da bestimmt. Wir haben bestimmt auch. Ja, aber dann fahre ich doch nach Dänemark. Ich wohne noch in Hamburg. Da gibt's doch das echte Legoland. Das stimmt auch wieder, ja. In Billund? Naja, okay. Ben, woran lag's jetzt gerade, dein enormes Scheitern? Also ich hatte, es war eine Mischung aus enorm unglücklichen Karten, die mir dargelegt wurden und unglücklichen Mitspielern, die mir dargelegt wurden. Wieso jetzt? Ja, und ich hatte wahrscheinlich zu viel Zeit, wenn ich diese Kirche, sag ich mal, in Sekunde 40 entdeckt hätte, hätte ich gesagt, Jackpot, das ist auf jeden Fall München. Aber dadurch, dass ich sie sofort gesehen habe, bin ich ins Grübeln gekommen und bin gestolpert. Welchen Unterschied machen jetzt die 20 Sekunden von 60 auf 40 Sekunden? Ich habe sie in Sekunde 4 gesehen, meine ich. 4? Ach so. Ja, genau. Mhm. Und dadurch habe ich gesagt, so, ja, München, aber dann kommt so Second Guessing, dann denkt man, da sind keine Berge im Hintergrund. Und alle anderen, also es war die einzige Runde, wo ich Chancen hatte, das zu entdecken. So. Und das habe ich verkackt. So. Und ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Manchmal hast du einen Lauf, manchmal nicht. Das Momentum liegt gerade bei euch. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch an mich reißen, bisschen was drehen. Können wir noch mal kurz auf die Punkte schauen? Könnt ihr das noch mal einblenden, lieber Jörgi? Dann ist wahrscheinlich noch nicht zusammengerechnet. Nee, aber erste Runde, Nils natürlich überragend, fast die 20.000, die ja erstrebenswert sind. Mhm. Da habe ich verkackt mit 12.000. Nils knapp, aber mega knapp. Du hast halt richtig aufgeholt gerade. Guck dir das mal an. Also es ist jetzt wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ben natürlich wirklich eine Desaströse. Ben macht auch mit. 1200. Ich meine, du hattest 5 Runden Zeit. Ich bin auf jeden Fall näher an die 20.000 rangekommen. Ja, stimmt. Naja gut, aber es war natürlich auch nicht so leicht. Also, wir haben jetzt nochmal 5 Runden, eine Minute. Wollen wir einfach loslegen? Ja. Hoffen, dass es funktioniert. Runter oder sowas? Alright. Und guckt dann nicht gleich wieder auf die nächste Runde zu gehen, weil wir spielen ja immer gleichzeitig. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Bitteschön. Ich hoffe. So, und jetzt natürlich nicht beim anderen gucken. Bei mir lädt immer noch. Ich habe wieder. Okay. Hast du? Ja. Okay, Urban heißt, ne, es muss eine Stadt. Ey, aber ich habe original, die Zeit ist mir abhanden gekommen. Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen scheiße. Mir fehlen jetzt echt 10 Sekunden. 10 Sekunden. Stimmt. Ich habe auch noch überhaupt keine. Okay, wo ich hier ist, bitte ab. Ah. Warte mal. Wir haben nicht viel Zeit, ne? Nope.
Es ist sogar gleich wieder vorbei. Kurz hochscrollen. Sorry. Vielen Dank natürlich an Benji Zockt. Shit. Ah. Oh, Brasilia, ich hab's erst machen wollen. Nee, ach, es ist nicht Brasilia, es ist Campo Grande. Ah, nochmal ganz kurz. Weißt du was? Ich hab fucking, gewusst Portugiesisch und ich bin auf Portugal gegangen und natürlich Brasilien ist es. Ah, okay, das ist natürlich dann desaströs. Ah, shit. Ben, was hast du geschätzt? Brasilien? Ich war auch zuerst, habe ich gesehen, dass es irgendwie Südamerika sein müsste und dann habe ich gesehen, dass es noch brasilianischen Laden da gab, der auch so hieß und dann habe ich irgendwo auf Brasilien gerückt und dann war die Zeit vorbei. Okay. Nee, weil ich habe nämlich eine portugiesische Flagge gesehen. Ja. Ja. Das ist natürlich scheiße. Und dann dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall Portugal. Logischerweise habe ich das dann gedacht. Aber das, also ja, das war jetzt keine offizielle Flagge, das war einfach nur. Ach, shit. So eine Cristiano Ronaldo-Portugal-Sache oder was? Whatever. Shit, ey. Um das nochmal hier zu sagen, einmal Benji Zockt, der diese Map erstellt hat. Vielen, vielen Dank. Da sind wirklich viele Places drin. Es ist ja immer geil, wenn es viele Places gibt. Hier über 1000 Locations. Ich hier gerade. Auch Brasilien? Brasilien, ja. Und davor Lucy mit dem, was wir davor gespielt haben. Okay, Leute, das war die erste Runde. Wie viele Punkte hast du denn bekommen, Ben, für deine Brasilien? 1993. Okay. Knapp unter dir. Ja, wir sehen es ja hier sogar auch. Okay, das war der Leader scheint ein anderer zu sein mit 2600, also einer aus dem Forum. Ach so, wie viel hast du? 2000. Ja. 77. Ja. Ah ja. Dann führst du jetzt. So, nächste Runde. Ja, 3, 2, 1. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Scheiße, was ist das? Wäre doch nicht. Das ist doch Quatsch. Was ich hier gerade sehe. Was ist das? Scheißerle. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, wo ist das denn? Yes. Es ist wirklich South Africa. Ja. South Africa. Hattet ihr beide Südafrika? Ja. Mm. Aber ich habe natürlich Cape Town genommen. Aber es ist fucking Pretoria. Ich habe 2 Punkte. Was hast du denn genommen? Australien. Oh Jesus. Ich glaub, kriegst du noch 2 Punkte? Nur Linksverkehr und Englisch gesehen. Scheiße. Ja, stimmt. Was muss ich denn machen? Wie viele Punkte hast du? Sag mal. 1931. Scheiße, jetzt kommt er wieder auf. 3150. Wo warst du denn? Johannesburg? Nee, ich habe einfach auch nur in die Mitte von Südafrika gedrückt. Ich dachte, das ist an der Küste, weil da waren halt auch diese Kanonen und so. Das sah mir irgendwie aus wie, ich habe irgendwie Küste im Kopf gehabt, aber das habe ich mich getäuscht. Okay. Scheißele! The Leader hat 2654. Also bist du der? Nee, dann. Das geht ja gar nicht. Ben hat ja schon über 3000. Ja, genau. Ich hatte mehr als der Leader dann. Ja, gut, das ist manchmal nicht so richtig, was da steht. Wollen wir weitermachen? Mhm. Ja. Seid ihr gut drauf? Mhm. Ja. 3, 2, 1. Oh. Okay. Wird es wieder peinlich? Und zum Teufel. Mach keine peinlichen Sachen. Ich versuch's aber. Ben, hast mittlerweile die Stadt gefunden? Ja. Ich hoffe.
Yes. Uiuiui. Wie viel hast du? 500 Meter entfernt. Was sind das denn? Ich bin 300 Meter entfernt. 4.998. Ich hab 4.999. Echt? Ja. Jesus, ich dachte, ich wäre gut. Scheiß Dreck. Das ändert. Natürlich bist du nur, weil ich auch gut bin. Heißt ja, das ist ja alles so relativ. Wenn wir alle so krass liefern, dann habe ich jetzt ja quasi Lars einen Minuspunkt, so gesehen. Ja. Und wir haben null. Aber das ist das Problem an der Gesellschaft, weißt du? Nur weil ein anderer auch gut ist, bist du nicht schlecht. Also ist, ja, eben. Sollten wir uns alle freuen jetzt. Oder? Mhm. Außer also, mir halt, weil ich habe nur 98. Weiter, oder was? Mhm. Oh Gott, oh Gott. Alright, alright, alright. 3, 2, 1, go! Vorletzte Runde, Leute. Seid ihr gut drauf? Immer. Jein. Scheiße. Das ist, Scheiße, das, das könnte falsch sein. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich falsch, was ich hier mache. 10 Sekunden haben wir noch. Scheiße, okay. Das ist falsch. Ich hatte kurz... Oder soll ich doch noch umändern? Nee, ist zu spät. Scheiße, dann bin ich ganz... Nein, nein, da wo... Oh nein, das Alter. Ist super falsch. Ich dachte Island, ey. Echt? Ja, ich habe irgend so einen komischen Namen gesehen. Was hast du gedacht? Türkei. Ja, habe ich auch kurz gedacht. Nee, das ist Quatsch. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ungarn, ja, geil. Ungarn, ja, ich war auch zuerst in Polen, bin dann immer weiter runtergewandert. Und dann bin ich so bei der Grenze zur Slowakei gewesen. Also 3.700 Punkte habe ich immerhin gemacht. Nicht schlecht, du kommst nochmal ran. Ja, ich habe nur 500 Punkte. Also ich muss jetzt wahrscheinlich in der letzten Runde musst du irgendwie 0 kriegen oder so und ich muss richtig reinklotzen. Toi, toi, toi. Wir hoffen alle. Nein. Okay, it's a fact. Okay, Leute. 3, 2, 1. Mhm. Interessant. Das ist leider... Das ist Quatsch. Es müssen einfach die richtigen Wege gegangen werden. Das ist verkackt. Nee, es ist nicht. Gott. Wie viel hast du? 1500 Punkte noch. Aber das kann vielleicht auch reichen, weil ich hab's voll verkackt. Ich hab 4400, weil ich wusste, dass es auf den Kanaren ist. Echt? Das ist ja stark, Alter. Krass, Ben. Ich hab 26 Punkte. Alter, Ben, das ist ja richtig stark. Ich hab spanische Flagge habe ich gesehen, aber. Da stand irgendwo an so einem Ladenzettel de Canaris und dann dachte ich, ist natürlich auf den Kanaren, meine Freunde. Geil. Ich wollte erst nach Spanien gehen und dann habe ich so Typis gesehen, die sahen südamerikanisch einfach aus. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, das muss in irgendwo in Südamerika, habe ich erstmal Südamerika gedrückt. Ja. Und dann habe ich auch nichts mehr gefunden. Aber ja, ich hätte mal in Spanien bleiben sollen. Aber Ben, hast du dann sogar das? Du hast ja wirklich hier Fuerteventura sogar richtig, oder? Nee, ich habe Gran Canaria gedrückt, weil das so in der Mitte ist. Mega. Und die selbsterklärte Hauptstadt der Kanaren ist, wo die Leute sich ja immer drum streiten, ob das der Fall ist. Es hat auf jeden Fall hier jemand von unseren Zuschauern dann wahrscheinlich tatsächlich auf Fuerteventura getippt. Und jetzt schauen wir uns die Summary an. Jo, mögt ihr das mal die Punkte durchgeben? Ihr könnt es schlecht lesen. Ich habe 9.135 Punkte. Ich habe 9.365. Oh, Scheiße. Ich habe 18.298. Alter, Ben ist doch mal vollgekommen, ey! Nee. Was hat er? 9.135. Okay, dann einmal Ben. 18.298. Das sind wir richtig gekommen, Alter. So knapp.
Ich habe 9.300. 18.002. Achso. Ach du Scheiße, jetzt sind wir alle ganz aufgeregt. Alter. Ja, ich bin, glaube ich, eh raus, weil man. Du kannst es nicht noch aufgeholt haben. Du kannst mich nicht noch aufgeholt haben. Wie viel warst du da eigentlich hinten? Der war doch. Ich war richtig weit hinten. Ich hatte 1.000 Punkte in der letzten Runde. Ja. Der muss über 10.000 hinten sein. Also ihr rechnet natürlich jetzt ein bisschen rum. Was hat euch jetzt gerade das Genick gebrochen? Bei mir war es auf jeden Fall meine Australien-Schätzung, die war völlig, und meine Island. Ich wollte, ja. Ja, mir das hier gerade, weil ich habe, wie gesagt, ich habe einfach auch gesehen, okay, da wird Spanisch überall, stand überall drauf. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, entweder Spanien oder Südamerika. Mhm. Und da habe ich Passanten gesehen, die einfach, okay, die sehen einfach viel südamerikanischer als spanischer aus. wenn ich jetzt auch nur ins Festland geklickt hätte in Spanien, hätte ich auf jeden Fall viel, viel mehr Punkte bekommen. Aber egal. Ich habe am Ende mehr als du hier gemacht. Und das hat nach Adam Riese dann gereicht. Ben, hattest du eine schlechte Runde gerade? Nee, ne? Die waren alle ziemlich stark. Ja. Ja, wirklich, da kann man nichts sagen. Ja, es gab ein paar, die jetzt nicht so geil waren, die Brasilien-Nummer, weil Brasilien einfach ein riesengroßes Land ist. Aber ich, und ja, die Nummer mit hier Ungarn und so noch, ne? Da, aber da war ich, glaube ich, auch relativ nah dran. Also, ich will nicht sagen, dass ich richtig gut und perfekt gespielt habe gerade, aber es war nah dran. Ich habe es zweimal verkackt, fällt mir gerade ein. Ich habe einmal gedacht, es ist Spanien, einmal gedacht, es ist Portugal. Ja. Und es war dann aber Brasilien, aber halt auch Portugiesisch. Also da hat mich halt diese portugiesische Flagge auf die falsche Fährte gelockt und gerade war es genau umgekehrt. Ja. Also wenn ich die einfach nur vertauscht hätte, dann wäre auch alles gut. Stimmt, ja. Dann hätte so volle Punktzahl gehabt. Ich habe hier gerade mal auf Show Highscore geschaut und weiß natürlich nicht, ob das jetzt die Leute waren, die gerade mitgespielt haben oder die diese Map jemals gespielt haben, aber so viele werden es nicht davor gespielt haben, deswegen können wir da gerne mal raufschauen. Hier ist der absolute Winner, ein gewisser EXP. Falls der hier im Forum aktiv ist, schreibt das gerne mal. Und ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Bei Flixe Klicks haben wir auch irgendwann es aufgegeben, die Leute zu nennen, die gewonnen haben, weil halt alle gecheatet haben. Und du kannst bei diesem Spiel natürlich super leicht cheaten. Aber hier von unseren Leuten bei GeoBattle cheatet keine Sau. Das sind nur die Verflixe Klicks-Assis. Hier ging alles mit rechten Dingen zu. Also ich find's cool, dass ihr da draußen mal mitgemacht habt. Jetzt wollen wir aber trotzdem mal wissen, ob unsere Mathematiker, Krogi und Jörg in der Regie schon mal die Köpfe zusammengesteckt haben und die Taschenrechner rausgeholt haben und alles zusammengerechnet haben. Das offizielle Ergebnis liegt vor. Und wir lösen natürlich nacheinander auf, schätze ich. Nein, gut, alles zusammen. Und hier ist das Tableau. Auf Platz 3 haben wir Ben mit 37.129 Punkten. Auf Platz 2 Lars mit 40.207. Und dadurch haben wir heute einen Sieger namens Nils Wurmhoff mit 41.316. Guck mal, da fehlt mir 1.100 knapp Punkte. Ja, schlecht. Warst du zu schlecht? Ich hätte nicht, ja, das kann man so sagen. Ja. Ich hätte nicht. Rekapitulierend muss man sagen, ich habe ja hier auf Island getippt und ich dachte kurz, naja, für die Schrift, das könnte auch irgendwie hier so für diesen Namen in die Richtung gehen und dachte dann, naja, aber wenn es Island ist, kriege ich halt richtig viele Punkte und die anderen nichts, die Dödel. Und hier hätte ich gedacht, naja, wenn ich hier hintippe, dann könnte es auch alles im Ostblock sein und da würde ich immer noch genug Punkte kriegen. Aber ich wollte, natürlich die vollen Punkte. Ich habe auf Risiko gespielt. Musstest du ja auch. Das war eine richtig geile Nummer und ich würde sagen, eigentlich hat Ben heute zeitweise die beste Leistung gezeigt und dann aber auch die mit Abstand schlechteste. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Also wirklich die schlechteste, die ich je mitbekommen habe hier bei GeoBattle, war die zweite Runde. Ich tatsächlich auch. Ich habe auch viele Folgen gesehen und das war wirklich ein absolutes Lowlight. Aber du kommst noch mal wieder, ne? Sehr gerne, ja. Ich finde auch, wenn wir irgendwann, wenn wir mal wirklich eine ernsthafte Competition machen, dann müssen wir eigentlich nur Runde 1 spielen. Also diese erste Runde und dann wirklich auf 5 Minuten und dann, okay, zeigt mal, was ihr drauf habt bei Geo Battle. Und so würden wir gerne auch gegen die Jungs von PietSmiet spielen. Demnächst werden wir uns mal drum kümmern. Liebe Leute, lasst gerne ein Like da und wenn ihr sagt, Mensch, solche Shows wie Geo Battle und andere, die möchte ich unterstützen, dann unterstützt uns gerne unter rbtv.to/support und tretet dem Rocket Beans Supporters Club bei. So viel, wie ihr eben geben möchtet, schaut einfach mal rum und informiert euch. Nils, vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dass ich nochmal wiederkommen durfte. Gerne nochmal. Ben, auch, bist auch noch dabei beim nächsten Mal? Also jetzt nicht unbedingt beim nächsten Mal, aber ich bin schon richtig traurig drauf. Es war eine absolute Sahneleistung. Ich habe selten so eine gute Leistung gesehen wie bei der ersten Runde.
Scheiße, Mann. Lasst mal auf jeden Fall ein Like allein für Bender und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.